Gegenüber, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie ganz, ganz herzlich willkommen heißen bei unserem Kongress Demografischer Wandel in Deutschland. Für sich genommen ein interessantes Thema, keine Frage. Und ich begrüße auch deshalb gerade die Kollegen, die es bereits aus dem Plenum heraus geschafft haben des Deutschen Bundestages, aber auch alle anderen Anwesenden. Es allein als Thema ist noch kein großer Reise, aber das Thema, was kann Zuwanderung in diesem Kontext leisten, macht dieses Thema insgesamt dann doch etwas interessanter. Es ist brandaktuell. An jeder Ecke und an jeder Diskussion, die wir im Augenblick führen, wissen wir und treffen wir auf eine Flüchtlingsdebatte, die auch immer von einer Zuwanderungsdebatte konnotiert ist, bei der es immer auch um die Frage der Zukunft geht, wie wir damit umgehen. Die Innenpolitik hat sich selten einer solchen herausragenden Gefragtheit erfreut. Es war selten so viel Trubel im Augenblick. Das müssen wir manchmal leider Gottes auch bedauern können. Und so ist es mir am Anfang eines solchen Kongresses bei dem Podium, da hüpft das Herz vor Freude, aber einen Verlust müssen wir zumindest zeitweise erdulden. Der Innenminister de Maizière lässt sich für heute entschuldigen. Er musste tatsächlich nach Istanbul reisen. Seine Anwesenheit ist dort erforderlich. Ich halte das auch für wichtig, dass der Innenminister diese Funktion wahrnimmt, um sich dort vor Ort tatsächlich auch umzutun. Denn es ist immer noch nicht ausgeräumt, ob dieser menschenverachtende Anschlag tatsächlich eine Form von geplanten Hintergrund hat. Manchmal kann man sagen, ist die Dramaturgie eines solchen Kongresses von einer gewissen Prognostizität und von einer gewissen Voraussicht geprägt. Und deshalb haben wir uns gleich der Anwesenheit des parlamentarischen Staatssekretärs am Podium, Dr. Günter Krings, versehen. Wir freuen mich, dass er auch die Vertretung des Herrn Ministers nicht nur persönlich, nicht nur freudig, sondern auch zuständigkeitshalber aus dem Innenministerium übernimmt, weil ich weiß, dass dir das Thema Demografie und Zuwanderung auch ganz persönlich wichtig ist, lieber Günter. Und deshalb glaube ich, ist es entscheidend, dass wir sagen müssen, bei dem Thema Demografie, demografischer Wandel, haben jetzt viele schon gedacht, naja, mit einer gewissen Anzahl an Zuwanderung und einer gewissen Anzahl an Flüchtlingen, die in diesem Land auch eine Bleibeperspektive haben werden am Ende, hätte sich doch das Thema demografischer Wandel erledigt. Genauso wenig wie die These, dass der demografische Wandel am Ende das Todesurteil einer Gesellschaft wäre. Sinkende Geburtenrate, hohe Sterbezahlen, Entvölkerung in den Ländern. Irgendwann wird doch diese Gesellschaft mal zu Ende sein. Das ist falsch. Genauso falsch ist aber auch die Hypothese, Zuwanderung würde alle diese Probleme an letzter Stelle regeln können. Und deshalb kommt es immer darauf an, wie packen wir sie an, die Herausforderungen des demografischen Wandels. Was sind Ihre Herausforderungen? Was betrifft zum Beispiel den ländlichen Raum? Was betrifft den Wohnungsmarkt? Was betrifft den Arbeitsmarkt? Und was kann tatsächlich Zuwanderung, wenn sie richtig gemanagt wird, wenn sie richtig vorbereitet wird, dazu leisten? Darüber wollen wir heute reden. Das freut mich ganz besonders. Etwas uncharmanterweise habe ich es schon getan, Günter Krings begrüßt. Ich freue mich über dieses Podium, das uns gelungen ist, tatsächlich viele Facetten zu werfen auf einen sehr weitgehenden Themenkreis, ihn aber doch so zu verengen, dass wir mit ihm auch leben können. Aus dem Kabinett hat er mitgebracht, Günter Krings, Professor Dr. Maria Böhmer. Liebe Maria, ich freue mich, dass du da bist in deiner Doppelfunktion, nicht als Staatsministerin nur des Auswärtigen Amtes, sondern du hast jahrelang die Bundeskanzlerin als Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge beraten. Sie ist die Herrin über die Formulierung der Integrationsvereinbarung. Sie kann also beide Lichter werfen, das Außenpolitische und das Innenpolitische. Das freut uns ganz besonders. Ich freue mich über die Anwesenheit von Dr. Cornelia Schuhl, Geschäftsführerin der Sachverständigenrat GmbH, Deutscher Stiftung für Integration und Migration. Sie hat der Bundesrepublik Deutschland schon ein sehr fortschrittliches migrationspolitisches Instrumentarium bescheinigt. Darüber freuen wir uns natürlich und auch darüber, was Sie uns als Beitrag zum Thema Zuwanderung erzählen können. Herrn Harald Herrmann, Direktor des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung, hat den weitesten Weg theoretisch aus Bonn zu uns. Hier geht es auch um die entscheidende Botschaft, was machen wir mit unseren ländlichen Räumen, die sich zum Teil wirklich katastrophal
bin keiner von Panikmache, aber die sich zum Teil katastrophal entvölkern. Was machen wir mit Ballungsgebieten? Die großen Kommunen in diesem Land schreien nach Wohnungen. Und deshalb geht es schon um die entscheidende Frage, was kann die Landesplanung, was kann die Stadtentwicklung, was kann die Raumordnung in diesem Zusammenhang tatsächlich tun? Professor Dr. Ruth Kobmanns kommt zu uns, Direktor der Forschungsabteilung Migration, Integration, Transnationalisierung, Wissenschaftszentrum Berlin. Herzlich willkommen auch an Sie. Wir erwarten uns natürlich auch von Ihnen gerade diesen Blick über den Tellerrand hinaus. Was sind die derzeitigen Krisenherde dieser Welt noch für Brandbeschleuniger in Anführungszeichen bei uns bei der Frage demografischer Wandel? Und letztendlich freue ich mich auch, dass wir gewinnen konnten. Ihr Gesicht ist am bekanntesten, obwohl mit etwas neuer Frisur. Tanja Samrotzki, bekannt aus N24, Sat.1, wird uns heute durch dieses Panel führen, wird versuchen, die Enden zusammenzunehmen. Und da freue ich mich ganz besonders darüber. Es kann auch eine, obwohl das Thema manchmal etwas trocken wirkt, unterhaltsame Thematik sein. Der dramaturgische Bogen wird immer spannender. Ich freue mich, dass Thomas Strobe da ist. Er ist derjenige, der als stellvertretender Fraktionsvorsitzender das Thema Innen und Recht verantwortet. Das hat schon seinen Sinn, warum dieses Thema im Innenbereich ressortiert, nicht nur bei dem Thema des Bundeskabinettes, sondern auch in der Fraktion. Und lieber Volker, du merkst, der dramaturgische Bogen, der kommt zum Höhepunkt. Ich freue mich ganz besonders, dass du es möglich machen konntest. Das ist nicht selbstverständlich für den Fraktionsvorsitzenden, aber er war der Initiator auch dieses Kongresses, weil er am Beginn dieser Legislatur dem Thema demografischer Wandel einen ganz besonderen Stellenwert auch in der Fraktion eingeräumt hat, dieses Thema anzupacken, weiterzuführen, weil wir wissen, wenn wir nicht richtig reagieren und die Weichen stellen, werden uns die Folgen noch in Jahren dazu einholen. Ich freue mich nicht nur auf deine Worte, auf deine Begrüßung und Einführungsworte, die Bedeutung dieses Themas, dieses Kongresses mit unterstreichen mögen. Ich freue mich auch auf die Diskussion mit Ihnen und wünsche uns allen einen guten, angenehmen, informativen, aber vor allem spannenden Kongress. Dankeschön. Bitte schön, Volker. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Kollege Michael Frieser, wir haben ausdrücklich in der Fraktion einen Demografiebeauftragten eingerichtet, nicht weil wir glauben, dass die Aufgabe in der Innenarbeitsgruppe bei Thomas Strobel nicht auch geleistet werden könnte. Aber wenn man so die letzten Monate sich anschaut, sieht man, wie gut es war. Denn natürlich haben unsere Innenpolitiker der Fraktion im Augenblick ganz dramatische Arbeitsbelastung wegen der gesamten Situation der Flüchtlinge. Und deswegen ist es gut, wenn wir das Thema, das ist ein wichtiges gesellschaftspolitisches, aber auch, ich werde ein paar wenige Hinweise dazu geben, ein wichtiges wirtschaftspolitisches Thema ist und dass ein Thema ist, das nach meiner Auffassung eine neue Ausrichtung braucht. Dazu werde ich auch was sagen. Dass also dieses Thema von jemandem in der Fraktion bearbeitet wird, der sich neben seiner Tätigkeit in einem Ausschuss ganz darum doch bemühen kann und Entwicklungen verfolgen kann. Das Thema steht heute auch an auf einem anderen Kongress, wo sich Sigmar Gabriel trifft mit Wissenschaftlern. Und ich bin froh, dass wir eine solche Zusammensetzung auf unserem Podium haben wie jetzt, wo auch nicht nur die hohe Wissenschaft, sondern auch die Begegnung mit dem wirklichen Leben stattfindet, denn die ist oftmals viel sinnvoller und notwendiger, als wenn ich da große Theorien entwickle. Mit dem Thema Demografie habe ich mich schon früh beschäftigt. In meinem früheren Leben war ich einmal Sozialdezernent und musste als gerade mal 30-jähriger junger Mann auf Beschluss seines Kreistages mich mit einem Kreisaltenplan befassen. Das fand ich jetzt nicht so prickelnd, muss ich sagen, aber es musste ja sein. Und da haben wir dann festgelegt, wie viele Einrichtungen es für alte Menschen geben soll. Ambulante Dienste, Altenheime und. Und da kamen wir zu der bemerkenswerten Feststellung, viel muss nicht gemacht werden. Das war vor 30 Jahren etwa. Aber sehr bald hat man gemerkt, dass dies eine Fehleinschätzung war, dass der Prozess der Alterung in der Gesellschaft viel schneller vorangegangen ist.
und dass dadurch ganz andere und neue Herausforderungen auf uns zukamen. Und hier im Deutschen Bundestag haben wir es dann auch sehr schnell gemerkt, als wir an die Diskussion um die Pflegeversicherung gegangen sind und gemerkt haben, dass alles das, was wir als Prognose zum Start der Pflegeversicherung ausgegeben haben, ganz rasch überholt wurde. Und an diesen Diskussionen ist uns dann auch und mir vor allem deutlich geworden, dass wir das Thema Demografie und demografischer Wandel immer in einem Art Defizitverfahren festgestellt haben. Die werden älter, da brauchst du eine Versorgung und musst sie irgendwo unterbringen. Und das war die ganze Diskussion. Aber die Frage, welche Chancen auch die Entwicklung bietet und was getan werden könnte und muss, damit es im Zuwachs wieder ein bisschen besser aussieht, das wurde alles ein wenig verdrängt. Und dann kamen neue auf den Plan und haben gesagt, die Demografie müssen wir dadurch wieder richtig in den Griff kriegen, indem wir dafür sorgen, dass die nicht mehr so gebärfreudigen Frauen mal wieder Kinder auf die Welt bringen. Und dann hat man sich entschlossen, etwas zu machen, was aufgrund der Erfahrungen im Dritten Reich eigentlich verboten war, nämlich die Überlegung anzustellen, ob wir Bevölkerungspolitik machen wollen. Und obwohl Frau von der Leyen es immer bestritten hat, dass Elterngeld und Kita etwas damit zu tun haben, dass junge, vor allem auch in akademischen Ausbildungen sich befindende Frauen wieder sich dem Kinderwunsch mehr erschließen, war es doch auch ein gewisser Hintergrund. Es hat allerdings nicht so richtig funktioniert. Auch wenn die Zahl der Kinder im letzten Jahr etwas zugenommen hat, so bleibt es doch dabei, dass, sage jetzt mal im Groben die Zahlen, auf 660.000 Geburten an die 800.000 oder etwas mehr Todesfälle kommen. Also ein Defizit so rund von 200.000 in jedem Jahr und manchmal weniger, das werden uns die Experten sicher noch sagen. Und das zeigt, vielleicht geht es auch noch schneller, dass wir da etwas tun müssen. Und dann habe ich mich entschlossen, mich mal dort umzuschauen, wo die Entwicklung schon wesentlich weiter vorangeschritten ist und wo man sich mit dem Thema auch befasst hat, nämlich in Japan. Es gibt noch ein Land, in dem die Menschen etwas älter werden als in Japan, aber in Japan ist es schon sehr weit fortgeschritten. Die sind einfach, werden älter. Klammer auf, jetzt haben sie ein bisschen Sorgen, dass sie das nicht mehr so richtig packen in der jungen Generation, denn dass die älter werden, hat sehr viel mit ihrem Ernährungsverhalten zu tun, sagen mir die Mediziner. Aber jetzt haben die japanischen Mütter entdeckt, wenn sie ihren Buben mehr Fleisch zu essen geben, wachsen die ein bisschen mehr. Und daraufhin kommt die Konsequenz, dass wir etwas in Japan mehr und mehr sehen, nämlich dass die jetzt auf einmal Herzinfarkte und Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, die es bisher dort in dem Umfang gar nicht gab. Und werden die sich mit mehr Fleisch befassen, machen wir die Bionummer und sagen, wir müssen mehr Fisch und anderes essen und weniger Fleisch. Aber die sind älter in Japan. Und dort habe ich etwas festgestellt, dass natürlich auch die Diskussion stattfindet, was können wir tun? Nur Japan ist ein Land, das sich traditionell abschottet und von Einwanderung gar nichts hält. Es ist für die eine ganz schwieriges Thema, dass da Einwanderung stattfinden soll. Und deswegen haben die sich entschlossen, zunächst einmal das Thema demografische Veränderung als etwas Positives und nicht als etwas mit Defiziten Versehenes zu betrachten. Und es hat sich in einem Umfang, würde ich mal sagen, eine Demografiewirtschaft entwickelt, die wir gar nicht kennen. Und wo die auch ohne Probleme darüber sprechen, dass man mehr Treppenlifter bauen muss. Ein deutscher Versandhandel, ich sage jetzt mal keinen Namen, hat in Japan
sich versucht, erfolgreich für die japanische ältere Frau am Markt zu etablieren. Und das ist dann mit den Modellen, die in Deutschland angeboten worden, nicht gelungen, weil die Leute gesagt haben, wir wollen eine bessere Qualität. Auch im Alter muss die Qualität stimmen, wir sind doch keine Auslaufmodelle. Und deswegen macht dieser Versandhandel ein riesiges Geschäft mit einer Qualität, die er sagt, in Deutschland gar nicht an die Frau und an den Mann bringen kann. Und die Japaner führen eine Diskussion, was können wir tun, um der alten Generation Freude am Leben zu besorgen und ihr das Leben leichter zu machen. Die Automobilindustrie hat in Japan viel schneller reagiert als bei uns. Der viel verpönte SUV, also dieser sogenannte Geländewagen, dieser Geländewagen, SUV, der natürlich für die ältere Generation ein wahrer Segen ist. Ich weiß noch gut, mein Freund, leider viel zu früh verstorbener Freund, Peter Struck, hat mal gelästert, dass man doch keine Autos brauche, wie Mercedes, die baut so riesengroße Geländewagen und das sei doch alles unmöglich und das brauchen wir nicht. Da komme ich eines Tages in die Tiefgarage und dann steht just ein solches Gerät unten in der Tiefgarage. Auf dem Parkplatz von der SPD-Bundestagsfraktion. Eine Frage Peter Struck, Peter, sag mal, was ist denn da los? Und dann sagt er, du bist noch ein bisschen jünger als ich, aber du wirst sehen, fürs Kreuz ist viel besser, wenn du rein sitzen kannst und nicht einsteigen musst. Also deswegen ist das, und da muss man auch, in Japan war das völlig klar, wir müssen etwas tun, um der älteren Generation da zu helfen und es nicht nur als Defizitmodell zu betrachten. Da finde ich, gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten auch in unserem Land. Und bevor ich zur Zuwanderung komme, es steht hier nicht auf der Tagesordnung, trotzdem oder im Bereich, sage ich mal, es wird nicht ganz einfach sein, die Zuwanderung zu organisieren, die in unserem Land gebraucht wird, wirtschaftlich und in anderen Bereichen. Und deswegen rate ich dringend, das Thema Digitalisierung, Verbesserung von Produktionsprozessen energisch voranzutreiben. Das heißt natürlich, dass es dann in bestimmten Bereichen weniger Arbeitskräfte notwendig sind. Aber das ist der einzige Weg, um Produktivität zu verbessern, um auch wettbewerbsfähig zu bleiben und zugleich auch die notwendige Zahl von Arbeitskräften etwas anders darzustellen. Wir sind in Deutschland stark und wettbewerbsfähig geworden, indem wir es geschafft haben, mehr Produktivität nicht durch mehr Arbeitskräfte, sondern mehr Produktivität auch durch weniger Arbeitskräfte zu erzeugen. In der Automobilindustrie arbeiten wesentlich weniger Menschen im reinen Produktionsprozess, als sie früher gearbeitet haben. Das wird aber trotzdem nicht ausreichen, um den Arbeitskräftemangel, den wir haben, zu organisieren. Und da muss man auch sich immer am besten, man schaut ins Leben hinein, Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Und da gibt es unterschiedliche Anforderungen. Da wird immer davon gesprochen, als ob wir nur den hoch- oder die hochqualifizierte Frau bräuchten. In meiner Region alles kleinere Mittelständler hat man im letzten Jahr errechnet, wir haben einen Bedarf an zusätzlich 12.000 Menschen, die in unserer Region gebraucht werden, um die Arbeit verrichten zu können. 12.000 in der Region. Aber von den 12.000 hat die Wirtschaft gesagt, brauchen wir 9.000 Menschen, die an der Maschine arbeiten, Mechatroniker, Facharbeiter, Schlosser, Chirurgiemechaniker und nur, haben sie gesagt, rund 2.000 bis 3.000 Ingenieure, Diplom-Ingenieure. Und da kann ich mir fragen, wo kriege ich diese Leute, die Mechatroniker, die die
CNC-gesteuerten Maschinen bedienen, wo bekomme ich die her? Ob ich die so ohne weiteres auf der ganzen Welt bekomme, ist die große Frage. Und deswegen die Frage, die uns auch heute in dem Kongress beschäftigt: Was müssen wir tun, um die Zuwanderung zu bekommen, die wir brauchen, und nicht nur eine Zuwanderung, die heute auch schon leichter möglich ist, in die höchst qualifizierten Bereiche hinein? Ja, sicher wird man aus dem Bereich der Menschen, die jetzt zu uns gekommen sind, doch Menschen finden, die in diese Aufgaben hineinwachsen können. Aber die große Zahl der Flüchtlinge, die zu uns kommen, erfüllen diese Merkmale nicht. Da wird ein intensiver Prozess von Integration und Ausbildung notwendig sein. Und man wird sagen müssen, wenn ich so die Wirtschaft höre, die 3 Jahre, die jemand ausgebildet wird in unserem Land, damit er eine qualifizierte Facharbeiterausbildung hinter sich gebracht hat, davon sind viele Flüchtlinge sehr weit entfernt. Das heißt also, die Frage, was müssen wir tun, um die Defizite auszugleichen, da freue ich mich auf die Diskussion. Ich kann leider auch nicht dabei bleiben. Wir haben noch eine aktuelle Stunde zu den Ereignissen in Istanbul. Da kann der Vorsitzende der größten Fraktion nicht fehlen, sonst sagt die Zeitung, der interessiert sich nicht dafür. So ist es heute leider auch. Aber ich werde über die Ergebnisse informiert und bedanke mich bei Ihnen allen, dass Sie heute gekommen sind, mit uns darüber zu sprechen. Und ich wäre dankbar, wenn es vielleicht den ein oder anderen Hinweis aus der Expertenrunde gäbe, wie der Zusammenhang zwischen moderner Wirtschaft, Industrie 4.0, Fachkräfte und wie das da sich verhält. Denn da fehlen uns sicher noch ein paar Informationen. Ihnen allen, die Sie heute gekommen sind, herzlichen Dank, dass Sie uns helfen, auf dem Weg mitzuarbeiten, mitzudenken. Und jetzt übergebe ich das Wort an wen? An dich. Okay. Herzlichen Dank für die Vorbereitung des Kongresses und ich wünsche Ihnen einen erfahrungsreichen Spätnachmittag. Lieber Volker, herzlichen Dank für den Hinweis und den Aufriss über diese Grenzen. Und ich darf jetzt den parlamentarischen Staatssekretär Dr. Günter Grings in Vertretung des Innenministers bitten, genau in der Person, warum und weswegen dieses Thema im Innenministerium ressortiert als Querschnittsaufgabe. Adieu. Alles klar. Günter. Sehr gerne, lieber Michael, Frau Samrotzki, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf zunächst herzliche Grüße ausrichten von Thomas de Maizière, der sehr gerne die Rede übernommen hätte. Aber Sie wissen, warum er nicht hier sein kann, dass er heute in Istanbul sein muss, ist, glaube ich, selbstredend. Für mich ist es dann bei aller Traurigkeit des Anlasses eine schöne Chance, nicht erst in Diskussion, sondern in einem Vortrag bereits auf ein Thema zu kommen, das mich seit Beginn meiner Zeit im Deutschen Bundestag beschäftigt. Ich bin 2002 erstmalig gewählt worden. Damals durfte ich Vorsitzender der Jungengruppe sein. Da war demografischer Wandel ein großes Thema. Ich habe das Thema dann bearbeitet als Vorsitzender des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung und war sehr froh, als 2009 das Thema Demografiestrategie der Bundesregierung, zur Überraschung von manchen, das will ich einräumen, nicht, wo es auch sicherlich gepasst hätte, ins Familienministerium gekommen ist oder ins vielleicht Finanzministerium, weil es hat viel mit Finanzen zu tun, ins Arbeitssozialministerium, sondern ins Innenministerium. Und ich habe dann als Fraktionsvize, als Vorgänger von Thomas Strobel in der Rolle des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden das Thema dort auch weiter bearbeitet, damals auch schon in Kooperation zum Teil mit Michael Frieser. Ich glaube, es macht auch Sinn, weil wir als Innenministerium natürlich Sicherheitsministerium sind. Aber wir sind eben auch das Ministerium des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Und ich würde dringend davor warnen, das jemals aufzulösen, wie es manche Länder auch in der Europäischen Union bereits gemacht haben. Es ist eine gute Tradition und eine Sinnhaftigkeit, dass Innenministerium eben mehr ist als Sicherheitsministerium, sondern auch viel mit gesellschaftlichem Zusammenhalt zu tun hat. Beides gehört, glaube ich, sehr eng zusammen. Und als Teil dieses Themas Zusammenhalt unserer Gesellschaft sind wir mitten beim Thema demografischer Wandel. Ich darf Sie ganz zu Anfang und ganz kurz, wenn man so will, in Anlehnung an das Beispiel, was Volker Kauder eingangs gebracht hat, auf eine kleine Zeitreise, eine kleine Reise in die Zukunft mitnehmen. Wir schreiben das Jahr 2060 und gehen nach Japan. Die Hälfte des viertgrößten Inselstaats der Welt, eben Japan, wird dann, so die Prognosen,
unbewohnt sein. Seine Bevölkerung wird sich um ein Drittel verkleinert haben und eben in bestimmte Ballungszentren eher zurückgezogen haben. So, und damit ist, wenn man so will, diese kleine Zeitreise fast beendet schon, prognostizieren ist Demografen. Japan rangiert ganz deutlich auf den demografischen Abstiegsplätzen und Volker Kauder hat auch einen wesentlichen Grund dafür, allerdings nicht den einzigen natürlich genannt. Es hat mit Geburten und es hat mit mangelnder Zuwanderung zu tun. Eher hat es dazu mit Geburten und Lebenserwartung zu tun. Eine schrumpfende und alternde Bevölkerung ist allerdings das Los fast aller industrialisierter Länder. Die USA scheinen da eine der wenigen Ausnahmen zu bilden, aber nicht nur in dem Bereich. Dahinter verbirgt sich dann für diese betroffenen Länder ein ja doch recht trübes Szenario. Alterung, Schrumpfung, vielleicht eben auch Abstieg, gar Niedergang. Ja, man kann sagen, bis dahin sind es noch 45 Jahre, aber auch 45 Jahre sind ein durchaus recht überschaubarer Zeitraum. Wohin wird sich nun unser Land in den nächsten 45 Jahren, in den nächsten Jahrzehnten entwickeln? Und was wird das Deutschland 2060 dann noch mit dem Deutschland 2015 zu tun haben? Zunächst einmal kann man hier eine positive Meldung über unser Land einflechten. Eine schöne Schlagzeile, die hieß vor einigen Wochen in der Presse, Deutschland hat wieder Lust auf Kinder. Schöne Zusammenfassung. Die Geburtenrate liegt so hoch wie nie seit der deutschen Wiedervereinigung. Statistisch gesehen kamen 2014 in Deutschland 1,47 Kinder pro Frau zur Welt. Damit wurden im Vergleich zum Vorjahr 56 Babys pro 1000 Frauen, so wird das gerechnet, mehr geboren. Die Geburtenrate stieg damit schon zum dritten Mal in Folge, aber Sie werden es bemerkt haben, natürlich nur in ganz, ganz kleinen Schritten. Und es ist auch schwierig, da stimme ich Volker Kauder ausdrücklich zu, hier eine Kausalität aufgrund staatlicher Programme festzumachen. Natürlich gibt es viele Gründe, warum Menschen Kinder oder eben keine Kinder, wenig Kinder oder viel Kinder haben. Manche haben auch ökonomische Effekte. Da kann der Staat, da kann die Gesellschaft auch mit finanziellen Anreizen helfen. Aber es gibt eben, man kann vielleicht sogar sagen, glücklicherweise auch viele höchstpersönliche Gründe. Beispielsweise, ob zur richtigen Zeit der richtige Partner an der Seite ist. Und Sie kennen das ja, der Optimist sagt, für jede Frau gibt es auch den richtigen Mann. Und der Pessimist sagt, wenn nur eine Frau daneben greift, geht schon für alle nicht mehr auf. Aber das wollen wir, glaube ich, nicht weiter erörtern. Denn die statistischen Zahlen, dabei bleibe ich, auch wenn sie kleine Fortschritte sind, sind erst einmal schöne Nachrichten. Denn wo Kinder sind, da ist Leben, da ist Entwicklung. Ob die Steigerung aber eben schon ein Grund ist, eine Trendwende auszurufen, ist eben fraglich. Der Anstieg der Geburtenrate hat eben, wenn überhaupt, auch nur langfristig Effekt. Demografie ist halt ein träges Phänomen. Die Kinder, die heute zur Welt kommen, werden ja auch erst in rund 20 Jahren erwerbstätig sein. Insgesamt wird, darf man den Demografen glauben, die Zahl der Geborenen erst einmal weiter zurückgehen. Zur Jahrtausendwende gab es noch 82,2 Millionen Einwohner in Deutschland. 2008 waren es schon 100.000 weniger. Laut Statista, einem Online-Portal für Statistik, werden es 2050, so die doch für mich sehr erschreckende Zahl, nur noch 36,9 Millionen sein. Quelle Statista, wie gesagt. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung prognostiziert, dass Deutschland bis 2050 einen Zuwanderungsüberschuss allerdings von mehr als 500.000 Personen jährlich braucht. Nur dann ließe sich das Potenzial an Arbeitskräften halbwegs stabil halten. Manche Prognosen gehen noch darüber hinaus. Was das bedeutet, kann man bereits heute in Teilen erahnen. Schon jetzt fehlen fast 160.000 Fachkräfte allein in den technischen Berufen. Nicht zuletzt der Zuwanderung der letzten Jahre aus Polen, Russland, Indien und Spanien vor allem ist es zu verdanken, dass der Fachkräftemangel eben bis heute nicht noch gravierender ausgefallen ist. Bei der Pflege und sozialen Berufen sieht es nicht besser aus. Allerdings sind Hysterie und Panikmache, wie ich finde, fehl am Platze. Immerhin hat sich unsere Arbeitswelt erheblich gewandelt und sie wandelt sich ja täglich weiter. Niemand braucht mehr Heerscharen von Bergleuten, Stahlarbeitern. Wir haben kaum noch Schwerindustrie wie in den 60er Jahren. Unsere Industrie hat sich gewandelt. Wir haben sie allerdings glücklicherweise nicht abgebaut wie andere Länder, aber sie hat sich eben gewandelt und kommt auch mit weniger Personal aus. Von Industrie 4.0 ist die Rede. Sie setzt auf Robotisierung, auf das Internet der Dinge, auf intelligente IT-gestützte Lösungen. Diese vierte industrielle Revolution wird die Anforderungen an unsere Arbeitswelt verändern, qualitativ wie quantitativ. Auf der anderen Seite
werden unsere Bürger immer älter und bleiben länger aktiv. Unsere Bevölkerung ist schon heute eine der ältesten in der Europäischen Union, ja weltweit. Auch das ist erst einmal schön. Wer lebt nicht gern länger? Wer möchte stattdessen lieber früher sterben? Manfred Rommel, der frühere Oberbürgermeister von Stuttgart, hat bei einem Empfang zu seinem 70. Geburtstag mal gesagt, niemand wird gerne 70, aber die Alternative wäre eben noch schlimmer. Die dritte Lebensphase wird immer aktiver genutzt. Für mehr Reisen, für mehr Kultur und Sport, für Volkshochschulen und Universitäten. Von den Silberlingen aus der ersten Reihe oder einer weißen Wand in den Hörsälen ist zum Teil despektierlich die Rede. Ich las letztens, dass selbst über 60% der 85-Jährigen und Älteren in irgendeiner Weise noch ehrenamtlich helfend tätig sind. Das veränderte Verhalten der Senioren verändert die Nachfrage nach altersübergreifenden Infrastrukturen und angepasster Daseinsvorsorge. Schrumpft oder wächst die Bevölkerung, so oder so ändern sich eben die Strukturen. Es geht um Schlüsselfragen für verantwortungsvolle und verantwortungsbewusste Politik. Welche Herausforderungen, welche Folgen sind mit dem demografischen Wandel verbunden, aber auch welche Chancen stecken dahinter? Zunächst, die Sorgen der Bürger müssen ernst genommen werden. Wenn Kindergärten in Großstädten hoffnungslos überfüllt sind, andernorts aber wegen des Mangels an Kindern solche Einrichtungen schließen, wenn in Ballungsgebieten die Wohnungspreise explodieren, in ländlichen Räumen aber dauerhaft leerstehende Immobilien zum Problem werden, wenn Jugendclubs schließen müssen, damit Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen errichtet werden können, oder wenn in einigen Gebieten eine hohe Arbeitslosigkeit nach wie vor herrscht und anderswo keine Fachkräfte zu finden sind. Dann erwarten die Menschen zu Recht Antworten von der Politik. Meine Damen und Herren, es ist angeklungen und es ist in der Überschrift wiederzufinden der Tagung. Nun haben die Flüchtlingsströme im letzten Jahr die Diskussionen um die Bevölkerungsentwicklung natürlich ganz neu entfacht. Einige sehen hier schon die Lösung für den demografischen Wandel. Auch die heutige Veranstaltung rückt das eben ins Zentrum. Können die Zuwanderer im Allgemeinen und Flüchtlinge im Besonderen den demografischen Wandel aufhalten, ist ja nun sagen die Frage, die dahinter steht. Unbestritten ist der durch Migration bedingte Verjüngungseffekt. Doch was kann Zuwanderung insgesamt leisten? Um es gleich vorweg zu sagen, die Bewältigung der demografischen Herausforderung ist von der Frage, wie wir mit der hohen Anzahl von Flüchtlingen umgehen, grundsätzlich erst einmal unabhängig zu beantworten. Wir gewähren Asyl, und das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu betonen, aufgrund humanitärer und nicht aus primär egoistischen wirtschaftlichen Überlegungen. Natürlich werden Wanderungsgewinne zunehmend auch an Bedeutung gewinnen. Als Thomas de Maizière vor einer Woche den Migrationsbericht 2014 vorgestellt hat, wurde eines deutlich. 2014 hatten wir die höchste Zuwanderung seit 1992. 1,46 Millionen Menschen kamen zu uns. Und ich glaube, das wundert Sie jetzt nicht, für das gerade abgelaufene Jahr 2015 erwarten wir sogar eine noch einmalige Steigerung und sogar die höchsten Zuwanderungszahlen seit Beginn der Registrierung 1950. Hinter diesen nüchternen Zahlen stehen Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen zu uns kommen. Im Rahmen der EU-Freizügigkeit, aus Gründen der Arbeitsmigration, im Rahmen des Familiennachzugs und natürlich aus dem Bedürfnis nach Schutz und Asyl. Den positiven Effekt spüren wir dort, wo es um Arbeits- und Bildungsmigration freizügigkeitsberechtigter Bürger der EU geht. Mehr als 60% machten 2014 die Freizügigkeitsberechtigten oder mehr als 60% machten diese freizügigkeitsberechtigten Bürger laut dieses Migrationsberichtes 2014 aus. Auch 2015 dürfen die EU-Bürger wohl immer noch annähernd die Hälfte aller Zuziehenden ausgemacht haben und das trotz des großen Flüchtlingszustroms. Auch das ist nochmal ganz interessant in die Perspektive zu rücken. Sehr erfreulich ist vor allem die Zahl derjenigen, die zum Studium nach Deutschland kamen. Sie ist weiter gestiegen. Nehmen wir das Wintersemester 2014-2015. Da haben 322.000 ausländische Studierende an deutschen Hochschulen studiert, davon 82.000 Studienanfänger. Das ist auch ein neuer Höchststand und es ist der größte Fundus gerade für qualifizierte Zuwanderung, aus dem wir schöpfen können, schöpfen sollten. Und es ist auch vielleicht die beste Form von qualifizierter Zuwanderung, ohne Sprachprobleme, mit hoher Qualifizierung und in aller Regel auch ohne größere Integrationsprobleme.
Wir spüren den positiven Effekt auch dort, wo es um hochqualifizierte Beschäftigte geht, die unser Land braucht. 2014 kamen weit über 5.000 Personen mit einer Blue Card, eben einer Karte, die die Europäische Union kraft einer Richtlinie aufgelegt hat, nach Deutschland, also einem Aufenthaltstitel für hochqualifizierte Arbeitnehmer. Die Zahl scheint klein, ist die Frage der Betrachtung. Erstmal ist sie im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Interessant aber vor allem, nachdem sich Deutschland erst etwas skeptisch verhalten hat bei der blauen Karte, Frau Böhmer weiß das sicherlich noch aus der Diskussion, sind wir es inzwischen in Deutschland, die fast 90% dieser blauen Karten europaweit ausgeben. 10%, die restlichen 10% verteilen sich auf die anderen 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und auch das ist wichtig festzuhalten, die blaue Karte ist eben nur ein Weg der Zuwanderung. Es gibt eben auch viele Wege noch in entsprechendem Aufenthaltsgesetz für andere Qualifizierte, auch durchschnittlich Qualifizierte, nicht eben nur für Hochqualifizierte. Die Weichen für Zuwanderung von Fachkräften aus Staaten außerhalb der Europäischen Union haben wir aus dem Grunde richtig gestellt. Im Marketing können und müssen wir aber noch besser werden. Aus dem Grunde bin ich persönlich nach wie vor der Auffassung, dass wir nicht zu viel Zeit auf Debatten für ganz neue Zuwanderungsgesetze verlieren sollten, sondern uns der Kernaufgabe zuwidmen, nämlich Marketing. Das Entscheidende ist es, auch in unserem Zuwanderungsrecht, dem wir gelobt werden von OECD und anderen, dass es eine konkrete Brücke, einen konkreten Bezug geben muss zwischen dem Arbeitssuchenden in Indien, Afrika oder anderswo und dem Unternehmer, dem Arbeitgeber in Deutschland. Wenn wir auf diese Brücke verzichten, ist die Gefahr groß, Zuwanderung in die Arbeitslosigkeit zu bekommen. Und ich glaube, dass Integration besser auf dem Arbeitsplatz als auf dem Arbeitsamt funktioniert. Und diese Brücke ist aber sozusagen nicht mit Paragraphen zu bauen. Man kann das Gesetz noch mal schöner formulieren, aber damit haben wir keinen Gewinn erzielt. Sondern diese Brücke muss ganz plastisch durch anstrengende Arbeit erreicht werden, durch Rekrutierungsbüros, durch die Aufgabe von Außenhandelskammern, von Botschaften auch stärker zu werben für Fachkräfte, nicht nur Hochqualifizierte. Und ich glaube, dann können wir hier einen Erfolg erzielen, Arbeitnehmer und mögliche Arbeitgeber zusammenzubringen. Das ist die große Aufgabe. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir oder manche jedenfalls diese schwierige Aufgabe scheuen und sagen, es ist doch viel einfacher, ein neues Gesetz zu machen. Aber das Einfache ist nicht immer die Lösung für ein Problem. Aber nun, wie verhält es sich mit der Gruppe der Flüchtlinge? 1 Million Flüchtlinge im vergangenen Jahr ist zunächst einmal eben genau das eine bloße Zahl. Sie sagt einerseits viel, aber andererseits eben gar nicht so viel aus. Noch ist eben ja auch unklar, wie groß die Zahl dann tatsächlich konkret ist. Doppel-Mehrfacherfassung gibt es, auch Schwundraten verzerren hier das Bild. Umso wichtiger, dass wir beim Thema Datenaustauschgesetz zügig weiterkommen, dass wir jetzt sehr bald, sehr viel schneller, auch verlässlichere Zahlen haben. Noch ist auch völlig unklar, wie viele der Flüchtlinge mit Bleibeperspektive tatsächlich hier in Deutschland bleiben werden. Sollten sich die Umstände in den Regionen des Nahen Ostens stabilisieren, und dafür arbeiten wir, gerade in der Außenpolitik, aber insgesamt auch Innenpolitiker und andere, kann ich mir vorstellen, dass auch viele wieder den Weg zurückfinden werden. Das wäre, wie ich finde, auch geopolitisch richtig. Globale Verantwortung heißt auch, diesen gebeutelten Ländern der Welt jedenfalls auf Dauer nicht die leistungsfähige Jugend zu entziehen, um unsere demografischen Probleme zu lösen. Und ich wundere mich ohnehin manchmal in den Debatten, dass wir bei aller berechtigter Frage, wie lösen wir unsere Fachkräfteprobleme, wie lösen wir unseren demografischen Wandel, sozusagen die globale ethische Sicht, auch als C-Partei, zu sehr aus dem Blick verlieren. Es gibt das schöne Beispiel, das ist ein extremes Beispiel, ich nenne es trotzdem, in den 80er Jahren haben in einer einzigen englischen Stadt Birmingham mehr Krankenschwestern aus Malawi gearbeitet, als in ganz Malawi Krankenschwestern gearbeitet haben. Ich halte das für keine verantwortliche und verantwortbare Zuwanderungspolitik. Insofern muss man beides zusammenbringen, unsere Interessen, die Interessen der Person selber, aber auch die Interessen der Region auf Entwicklung. Und diese Zahl, 1 Million, sagt erst rechts natürlich nichts über die Auswirkungen auf unseren Arbeits- und Fachkräftemarkt aus, einem der Kernthemen des demografischen Wandels. Wie hoch das Beschäftigtenpotenzial von Flüchtlingen sein wird, ist, Sie wundert das nicht, umstritten. Ökonomen und Wirtschaftspolitiker führen hierüber Debatten. In unser Land kommen, so viel wissen wir inzwischen, natürlich nicht nur gut ausgebildete Menschen, auch, aber nicht nur. Die jüngste Umfrage des IFO-Instituts, an der über 3.000 Unternehmen beteiligt waren, sieht Flüchtlinge vor allem als ungelernte Hilfsarbeiter. Nach Meinung der Unternehmen läge dies vor allem am mangelnden Qualifikationsniveau, das zu 71% als Beschäftigungshindernis von den Unternehmen genannt wird. Der Chef des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, Joachim Müller, betont hingegen das Potenzial der Flüchtlinge für den Arbeitsmarkt. Die große Chance stecke darin, dass die Mehrheit der Flüchtlinge so jung sei. Immerhin ist jeder zweite von ihnen jünger als 25. Und die Wahrheit
liegt zwischen sozusagen diesen beiden etwas optimistischeren, pessimistischeren Prognosen wahrscheinlich ziemlich genau in der Mitte. Und die Frage aber, was wissen wir denn über Qualifikationen von Flüchtlingen? Ich habe das eben angesprochen, morgen beraten wir den Entwurf des Datenaustauschbeschleunigungsgesetzes, auch ein schönes Wort, in zweiter, dritter Lesung, beschließen ist dann hoffentlich auch, und wenn es im Februar in Kraft getreten ist, werden wir über diese Kerndatensysteme, die viel wichtiger noch sind als der eigentliche Ausweis, wenn diese standardisiert, zentralisiert sind, dann auch Daten haben, sehr viel schneller und sehr viel genauer über Schulbildung, Berufsausbildung, sonstige Qualifikationen eines Asylsuchenden. Da darf man nicht sozusagen eins zu eins deutsche Kriterien zugrunde legen. Der Kollege Weiser hat das hier gesagt, wenn man dann ankreuzen muss, haben Sie eine duale Berufsausbildung, da werden wahrscheinlich wenig Syrer ja ankreuzen. Man muss eben sozusagen Vergleichsmaßstäbe dann aufbauen, das werden wir auch da tun. Und ich glaube, dann werden wir etwas genauere Prognosen sehr schnell haben. Welche schulischen, beruflichen Qualifikationen sind vorhanden, welche Fördermaßnahmen notwendig und so weiter. Denn eines zeigt das Eingangsbeispiel Japan ja auch, wirtschaftlicher Erfolg und Innovationskraft sind eben nicht zwingend gleichzusetzen mit einer hohen Einwanderung. Und ein noch größeres Hindernis als das Qualifikationsthema sind natürlich die Thema der Sprachkenntnisse. Deshalb setzt die Bundesregierung vor allem auf Spracherwerb und Weiterqualifizierung. Eine Reihe von gesetzlichen Maßnahmen haben wir bereits sehr kurzfristig auf den Weg gebracht. Ich will nur ein paar als Beispiel nennen. Erstens Aufstockung der Haushaltsmittel für Integrationskurse, ein tolles System, was wir schon seit Jahren erprobt haben und weiter nutzen müssen und können. Zweitens Öffnung dieser Kurse auch für Asylbewerber, das heißt, es ist kein echter Nachteil mehr, noch nicht beschieden worden zu sein im Verfahren. Insofern ist auch der Druck nach schnelleren Verfahren meines Erachtens etwas künstlich aufgebaut, jedenfalls für diejenigen, die eine gute Bleibeperspektive haben. Drittens Vernetzung, Integrationskurse, berufsbezogene Sprachkurse. Ich könnte weitere Punkte aufzählen, ich will mir das hier sparen. Zur Integration gehören neben Sprache und Qualifikation, aber natürlich auch das Akzeptieren, Annehmen, Leben von Werten und Regeln. Und dazu gehört natürlich auch nicht nur das ethische Minimum, sich bei uns nicht strafbar zu machen oder das Grundgesetz irgendwie in den Grundrechten zu kennen, sondern natürlich auch Grundwerte insgesamt, die unsere Gesellschaft prägen. Und wir haben hier gesehen, Themen wie Gleichberechtigung von Mann und Frau, Akzeptanz von Religionsvielfalt sind Themen, die man nicht einfach so in einem Kurs qualifizierend heranbringen kann, sondern die auch vorgelebt werden müssen, die auch aber ernst genommen werden müssen in der Aufgabe Integration. Und wir haben in der letzten Woche gesehen, wie viel hier noch zu tun ist. Natürlich erfordern diese Maßnahmen einen riesigen Kraftakt. Es sind logistische, organisatorische, ja auch finanzielle Herausforderungen, die gestemmt werden müssen. Klar ist für mich aber, je besser die Menschen sozial und beruflich integriert werden, desto größer wird auch der Nutzen für unsere Wirtschaft, ja aber vor allem auch für unsere Gesellschaft sein. Wir diskutieren heute speziell auch darüber, welche Chancen Zuwanderung gerade für den ländlichen Raum auch bietet. Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich auf die sehr ungleiche Bevölkerungsentwicklung in einzelnen Ländern, Regionen, Städten in Deutschland hinweise. Von Geisterstädten und verwolften Regionen ist inzwischen die Rede. Dabei gibt es längst eben kein reines Ost-West-Gefälle mehr. Wir haben auch eine Reihe von Landkreisen, die boomen. Wir haben Städte im Osten, die boomen. Aber wir haben eben auch einen beispielsweise im Brandenburger Landkreis Oberspreewald-Lausitz, der in 20 Jahren als Beispiel einmal nur, es könnte andere aufzählen, mehr als 32% seiner Bevölkerung verloren haben wird. Also japanische Zahlen könnte man dazu sagen. In München etwa rechnen wir das, damit, dass in 20 Jahren 22% mehr Menschen dort leben. Auch in den neuen Ländern gibt es sehr stabile Großstädte, ich habe es genannt, Leipzig, Dresden, Erfurt, Berlin. Aber es ist offensichtlich, und das macht es uns zu schaffen, ein Teufelskreis. Je weniger Menschen in einer Region leben, desto geringer werden die Infrastrukturen ausgelastet, desto mehr schwindet dann auch die Nachfrage nach sozialen Einrichtungen. Angebotsrückgang ist dann wiederum die Folge, weniger Attraktivität, verwaiste Kitas, geschlossene Läden, ausgedünnte Fahrpläne, Haus- und Fachärzte, die überlastet sind, keine Praxisnachfolge mehr finden. All das ist eben kein gutes Argument, sich niederzulassen. Und wen wundert es also, und auch das ist ein Thema, was wir in diesen Tagen diskutieren, dass es auch Zuwanderer natürlich eher dorthin zieht, wo die Infrastruktur besonders gut ist, in die Ballungsräume, auch dorthin zieht, wo viele Menschen aus ihrer Heimat bereits leben. Wir haben hier die wirklich begründete Sorge, auch aufgrund Erfahrungen, auch in anderen europäischen Ländern, von Ghettoisierung in unseren Großstädten. Aber es gibt eben auch die positiven Beispiele aus dem ländlichen Raum. Die Ansiedlung von Zuwanderern kann eine Chance für kleinere Kommunen sein. Das Leben in solchen kleineren Einheiten ist eben weniger anonym. Patenschaften können soziale Beziehungen entstehen lassen. Das zeigt eben auch, wie wichtig eine aktive Zivilgesellschaft beim Thema Integration ist. Und mit solchen Möglichkeiten steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass Flüchtlinge
nach Erhalt einer Bleibeberechtigung am Ort wohnen bleiben. Aber vorausgesetzt immer, es finden sich dort auch Erwerbsmöglichkeiten. Und wir diskutieren zurzeit die Frage, ob nicht für einen gewissen Zeitraum, selbst nach einer Anerkennung als Flüchtling, eine Residenzpflicht weiter bestehen soll. Die Frage muss diskutiert werden, da spricht einiges dafür. Aber ich glaube, das Problem ist, auf Dauer und langfristig kann und muss es nur darum gehen, die Regionen für Zuwanderer und die einheimische Bevölkerung gleichermaßen attraktiv zu machen. Auf Dauer geht es sozusagen nicht, für einen Übergangszeitraum meines Erachtens schon, aber auf Dauer geht es nicht durch gesetzliche Verpflichtungen, sondern nur durch ein Gewinnen, durch Attraktivität dieser Region. Und wenn es um Lebensqualität geht, spielen natürlich neben sozialen Strukturen und einem guten Arbeitsmarkt auch zeitgemäß Infrastrukturen eine Rolle. Volker Kaut hat das Stichwort Breitbandstruktur genannt. Ich will gar nicht die Daten weiter erwähnen, dass wir 2,7 Milliarden Euro auch als Bundesregierung in den Ausbau des ländlichen, flächendeckenden digitalen Infrastrukturnetzes hineingeben. Ich will vielleicht erwähnen, dass vor einem halben Jahr, war das glaube ich etwa, wir eine Demografiekonferenz hatten hier in Berlin, wo ein Schüler aus Ostfriesland mir noch gesagt hat, wie toll Berlin doch sei. Und ein Hauptargument war aber eigentlich, dass Berlin so toll ist, dass man hier überall UMTS-Empfang hätte. Also insofern gibt es vielleicht die Chance, auch diesen Schüler in Ostfriesland zu halten, wenn man ihm das da auch anbietet. Aber zurzeit ist das natürlich ein Prä der Großstädte. Es gibt auch ein paar andere Argumente für Berlin, das ist mir schon klar. Aber wir müssen sie nicht noch künstlich verstärken, diese Argumente in den Zug in die Städte, sondern wir brauchen, glaube ich, die bessere, auch digitale Infrastruktur dort in dem ländlichen Raum. Natürlich wird die Digitalisierung auf viele Arbeitsplätze verzichtbar machen. Einer Studie der Ingdiba Bank zufolge werden in Deutschland in den kommenden 15 Jahren bis zu 18 Millionen Arbeitsplätze durch den beschleunigten Einsatz von Automatisierungstechnik verschwinden. Das ist nun mal eine wirklich beachtliche Zahl, auch wenn wir wissen, was wir schon für Strukturwandel erlebt und überlebt und gut gemeistert haben. Trotzdem, Digitalisierung ist eben nicht nur Fluch, sie bietet Chancen für Teilhabe, soziale Teilhabe, sie bietet Chancen auch routinemäßige Aufgaben zu automatisieren. Und Automatisierung kann auch bei schrumpfender Bevölkerung gleichen Wohlstand bedeuten. Auch das zeigt uns Japan. Und meine Einschätzung ist da sehr klar. Ich glaube, so wichtig das Thema Zuwanderung ist, als Fachkräftemigration, aber eben auch als, jetzt, was wir jetzt erleben, humanitäre Migration, die Digitalisierung wird rein quantitativ einen viel größeren Auswirkung auf das Thema demografischer Wandel haben, als selbst diese großen Zahlen der Zuwanderung, mit denen wir zu tun haben, mit denen wir rechnen. Letztlich gilt es aber, die Daseinsvorsorge nicht nur im Bereich der Digitalisierung zu sichern, sondern in allen Bereichen, in allen Regionen. Ich will ganz zum Schluss darauf hinweisen, Demografiepolitik der Bundesregierung verfolgt genau diesen Ansatz. Es gibt den schönen Titel der Demografiestrategie, jedes Alter zählt für mehr Wohlstand und Lebensqualität aller Generationen. Es gibt ein Rahmenkonzept seit 2012, es gibt einen Prozess. Im Mittelpunkt stehen Lebensbereiche, in denen Menschen die Auswirkungen des Wandels der Demografie ganz unmittelbar erfahren. Und das Thema Zuwanderung und Flüchtlinge durchzieht alle diese Bereiche. Es gibt 10 Arbeitsgruppenbereiche. Und im Jahre 2017 werden wir auf dem 3. Demografiegipfel mit der Bundeskanzlerin in Berlin die Ergebnisse dieses Arbeitsgruppenprozesses dann vorstellen. Ich darf Sie jetzt schon zu dieser Veranstaltung einladen. Meine Damen und Herren, ob es uns gelingt, aus der Zuwanderung am Ende etwas zu machen, das uns alle weiterbringt, wird entscheidend davon abhängen, wie und wie schnell wir ohne Konflikte zusammenwachsen. Wir sollten dieses wichtige Thema nicht denen überlassen, die es vereinfachen, um ihre rechten Botschaften, manchmal auch vereinfachend linken Botschaften unter das Volk zu bringen. Das gilt nach den Exzessen in Köln ganz besonders. Hier müssen wir darauf Acht geben, dass bei aller Transparenz, die es braucht, um die ja auch abscheulichen sexuellen Übergriffe aufzuklären, sich nicht Menschen als selbsternannte Ordnungshüter in Selbstjustiz üben. Aufklärung und Verfolgung, ja, mit aller Härte und ohne Ansehen eines Flüchtlings- oder Migrationsstatus, präventiv im Sinne des Polizeirechts, repressiv, strafrechtlich, ja, auch mit Ausweisungsverfügungen und tatsächlichen Abschiebungen, aber eben nein zu einem Generalverdacht gegenüber Zuwanderern oder konkret gegenüber Muslimen. Indem wir unseren Bürgerinnen und Bürgern unsere Antworten geben und indem wir sie in die Gestaltung ihrer Zukunft, gerade bei diesem Thema aktiv einbeziehen, kann es gelingen. Und um mit einer, wo wir schon mit Japan begonnen haben, asiatischen Weisheit zu schließen, die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Ziele erreicht man eben nur mit dem Mut, loszugehen. Ich hoffe, dass uns das trotz eben der jüngsten Ereignisse gelingen wird und bitte Sie dabei um Ihre Unterstützung, um Ihr aktives Mittun. Vielen Dank.
Vielen Dank, Günther Krings. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auch von mir. Ich darf mich Ihnen kurz vorstellen. Tanja Samrotzki heiße ich. Ich bin Journalistin und mein Name verrät es. Ich bin selber Migrantin, allerdings in fünfter Generation. Mein polnischer Ururgroßvater war Knecht in einer Schnapsbrennerei und wollte es nicht dabei belassen. Und er suchte dann sein Glück in Gelsenkirchen. Ein klarer Fall von Erwerbsmigration, wobei mein Ururopa nicht mit besonderen Qualifikationen glänzen konnte. Ganz im Gegenteil zu unserem Panel. Herr Frieser, Sie haben es schon ein bisschen vorgestellt. Ich versuche noch ein bisschen zu ergänzen, was vielleicht für heute besonders interessant ist. Zu Günther Krings darf ich Ihnen noch verraten, dass er schon mit 14 in die Junge Union eingetreten ist. 30 Jahre hat es dann gedauert, bis er zum parlamentarischen Staatssekretär ernannt wurde. Wir vergleichen das gleich mit der Zeit von Frau Böhmer. Er hat übrigens in der Fraktion auch die Projektgruppe Demografischer Wandel geleitet, eine Expertise, die er dann mitnehmen konnte ins Innenministerium. Ich möchte Ihnen noch verraten, dass Günther Krings ausgesprochen standorttreu ist. Seine Familie lebt in der 12. Generation in der niederrheinischen Tiefebene. Und während seines Studiums in den USA haben US-Kommilitonen versucht, ihn eines Besseren zu belehren. Aber Philadelphia konnte einfach nicht mithalten mit Mönchengladbach. Ja. Mhm. Frau Professor Dr. Maria Böhmer ist der Beweis dafür, dass es auch westdeutsche CDU-Politikerinnen gibt, die Physik studiert haben. Allerdings hat Frau Böhmer noch manch anderes studiert. Promoviert und habilitiert wurde sie in Pädagogik und interessant, ihr Thema der Doktorarbeit, da ging es um Wahlpflichtfächer in der Realschule. Naja, gut. Seit 2013 ist Frau Böhmer als Staatsministerin im Auswärtigen Amt und sie ist da vor allem für Kultur- und Bildungspolitik zuständig. Damit ist sie auch mitverantwortlich für das Bild Deutschlands im Ausland und darauf kommen wir gleich noch, weil wir werden ja gleich nicht nur über die Leute reden, die ungefragt zu uns kommen, sondern auch über die Leute, die wir gerne einladen möchten. Ein leitendes Motto für Frau Böhmer ist ein Gedanke der Schriftstellerin Monika Maron. Man muss im Leben, Maron heißt sie, man muss im Leben immer für Anfänge sorgen, für glückliche Anfänge. Ja. Ich darf Ihnen noch eine der Literatur verbundene Dame vorstellen, Cornelia Schuh. Sie hat bei der Stiftung Mercator den Themenschwerpunkt Integration geleitet, bis sie dann vor anderthalb Jahren die Geschäftsführung übernahm des Sachverständigenrats Deutscher Stiftungen für Integration und Migration. Sie hat auch ganz praktische Erfahrungen gemacht mit Chancen und Herausforderungen der Integration als Mitglied des Integrationsberates einer Bezirksregierung. Sie promovierte über Wolfram von Eschenbachs Parsival und hat erst später entdeckt, dass sie die Beschäftigung mit dem Mittelhochdeutschen durchaus auf das Thema Migration vorbereitet hat. Die Sprache der mittelalterlichen Dichter, so sagte mir Frau Schuh, ist ihr fremd und vertraut zugleich gewesen. Sie hatte eine Halbdistanz gespürt, die sie quasi dafür sensibilisiert hat, sehr aufmerksam damit umzugehen, was uns zunächst fremd erscheint. Harald Herrmann ist Professor und Direktor des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Das Kürzel dieses Instituts, BBSR, verrät, dass es definitiv nicht in Berlin angesiedelt ist. Da wäre die Verwechslungsgefahr mit der Stadtreinigung, mit der BSR, zu groß. Herr Herrmann hat also das Glück, im schönen Bonn am Rhein zu arbeiten. Und das hat er auch früher schon getan. Er hat im Bauministerium das Referat Bauwirtschaft geleitet und dort war Hausherr ein anderer großer und bekannter Freund des Rheins, Klaus Töpfer nämlich. Vor 4 Jahren dann also wechselte Herr Herrmann zum BBSR und ich kann Ihnen sagen, dass er als Vater von 4 Kindern definitiv keine Schuld hat am demografischen Wandel. Sein Nachbar, Herr Kobmann, Herr Krings, dürfte ich Sie bitten, ein bisschen nach hinten zu gehen, dann kann ich die nämlich sehen. Toll, danke. Herzlichen Dank. Professor Dr. Rüd Kobmanns, er ist Direktor der Forschungsabteilung Migration, Integration und Transnationalisierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Wenn er Heimweh hat, lehrt er auch mal in Amsterdam Politikwissenschaften. Als Rüd Kobmanns 1994 nach Deutschland kam, da waren seine niederländischen Freunde misstrauisch bis entsetzt.
Und inzwischen besuchen Sie ihn und seine aus der Türkei stammende Gemahlin aber gern in Berlin. Es hat sich einiges geändert in den letzten 20 Jahren. Schön, dass Sie alle da sind, meine Damen und Herren. Wer schon öfter bei der Union zu Gast war, weiß, diese Partei, diese Fraktion liebt Gleichklänge. Das habe ich mir jetzt auch als Motto übernommen. Und mein Dreiklang für heute ist, dass wir zunächst gucken, wer kommt eigentlich zu uns und wer kommt nicht. Dann würde ich gerne überlegen mit Ihnen, wie können wir gestalten, wer zu uns kommt und mit denen umgehen, die bei uns sind. Und im dritten Schritt dann schauen, wie kann Integration ganz praktisch funktionieren. Also beginnen wir mit der Betrachtung des Status quo, Herr Koopmans. Da wüsste ich gern von Ihnen, wenn wir zunächst auf das Thema blicken, was uns alle gerade besonders beschäftigt, die Flüchtlinge, auch wenn das betone ich, nur ein Aspekt von Zuwanderung ist, aber mit dem würde ich gerne anfangen. Wer kommt da eigentlich zu uns? Naja, es wurde schon erwähnt, dass wir über die Ausbildung und so weiter von den Flüchtlingen relativ wenig wissen. Wir wissen natürlich, aus welchen Ländern die stammen. Da ergibt sich natürlich schon ein kleines Problem, nämlich dass die kulturelle Distanz zwischen den Zuwanderern, die jetzt zu uns kommen, und der angestammten Bevölkerung relativ groß ist. Und das führt potenziell zumindest zu Problemen und hat natürlich auch schon aktuell zu Problemen geführt. Und wenn man auf die Status quo in Deutschland oder auch in anderen europäischen Ländern schaut, dann sieht man, dass Integration umso schwieriger ist, je größer die kulturelle Distanz ist. Das hat unter anderem mit sprachlichen Barrieren zu tun, aber es hat vor allem auch mit sozialen Barrieren zu tun. Je größer die kulturelle Distanz, je schwieriger es ist, interethnische Freundschaften, interethnische Ehen zu entwickeln. Und gerade über diese soziale Schiene, die auch für Migranten ein wichtiges Sozialkapital ist, um eine Gesellschaft kennenzulernen, zu wissen, wie das Bildungssystem funktioniert, um zu hören über Gelegenheiten auf dem Arbeitsmarkt. Gerade bei solchen großen kulturellen Distanzen mangelt es oft an dieses interethnische Sozialkapital. Und das macht dieser Zuwanderungsstrom von Flüchtlingen jetzt erstmal nicht so günstig zusammengesetzt, wenn man das betrachtet aus der Perspektive von dem, was wir natürlich in Deutschland wollen, nämlich dass diese Leute einen Beitrag liefern zur Lösung der demografischen Probleme. Und das geht nur, ich meine, das ist natürlich eine große Chance, das ist schon mal klar. Deutschland ist es zwar etwas gelungen, in den letzten Jahren qualifizierte Arbeitskräfte anzuziehen, und tatsächlich im kontinentaleuropäischen Vergleich steht Deutschland gar nicht so schlecht da, aber wenn wir uns mit den klassischen Einwanderungsländern vergleichen oder auch mit Großbritannien, dann gelingt es doch nicht so gut. Das ist teilweise eine sprachliche Geschichte, teilweise auch eine Imagegeschichte. Aber es ist jetzt eine Gelegenheit, dass so viele Leute zu uns gekommen sind, und darunter, wie viele das genau sind, wissen wir noch nicht, aber da ist natürlich ein erheblicher Teil, die wir vielleicht mit etwas zusätzlicher Ausbildung durchaus gut nutzen können auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Aber es geht darum, jetzt die geeigneten Instrumente zu entwickeln, damit man dieses Potenzial auch ausnutzt. Weil es gibt, wie gesagt, auch Risiken und Schwierigkeiten, gerade wenn die kulturelle Distanz so groß ist. Mhm. Dankeschön erstmal für den Moment, Herr Koopmans. Frau Böhmer, es heißt immer, dass vor allem junge, alleinstehende Männer kommen. Ich war jetzt bei der Vorbereitung fast überrascht zu lesen, dass der Familienanteil ziemlich groß ist. Und dass haben wir ein falsches Bild von denen, die zu uns kommen? Nein, also ich glaube, der überwiegende Anteil, das sind in der Tat junge Männer. Und zwar haben wir einen sehr hohen Anteil der unter 30-Jährigen. Das macht schon eine ganze Menge aus. Aber es ist auch nicht zu übersehen, und wer die Bilder auch beobachtet, sieht, dass wir zunehmend auch Familien haben, die sich auf den Weg machen. Vielleicht ist es auch der Gedanke, werden wir es denn schaffen, später die ganze Familie nachzuziehen? Und was mir an dieser Stelle durch den Kopf geht, ist natürlich, was bedeutet es, wenn wir so viele junge Männer haben, die zu uns kommen? Mit welchen Bildungsvoraussetzungen kommen sie zu uns? Wir haben ja am Anfang gehört, mit großer Erwartungshaltung, viele, die aus Syrien kommen oder aus dem Irak, aber überwiegend aus Syrien, das sind Studenten. Wir wissen heute, dass wir einen Anteil haben von etwa 8% Akademikern
und 11% mit einer fachlichen Qualifizierung. Das heißt, umgekehrt gesprochen, 80% mit nicht formalen Qualifizierungen, wie man das nennt. Und wir sehen auch, dass es natürlich, wenn es um Männer und Frauen geht und was können wir dann am Arbeitsmarkt dafür gewinnen, dass wir auf sehr traditionelle Verhaltensmuster stoßen, Rollenmuster, und dass es Frauen ungemein schwierig fällt, Fuß zu fassen. Und darauf müssen wir uns interkulturell einstellen, um gerade für Frauen die Brücken zu bauen, dass sie arbeiten können, dass sie teilhaben können und dass sie nicht ausgeschlossen sind, weil das kulturelle Verständnis ein anderes ist. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, der müssen wir uns stellen. Mhm. Vielen Dank, Frau Böhmer. Herr Herrmann, von den vielen Menschen, die derzeit zu uns kommen als Flüchtlinge, wie viele werden denn bleiben? Das ist natürlich das ist eine ganz, ganz schwere Frage, wie viel bleiben werden. Man kann mal zurückgucken, wenn man die Jahre zuvor sieht. Es ist ja schon angesprochen worden, wir hatten in den 90er Jahren schon mal eine sehr hohe Zuwanderung. Und wenn man die Zahlen dazwischen betrachtet, dann kann man davon ausgehen, dass zunächst mal nicht alle bleiben, sondern dass ein ganz großer Teil, aus welchen Gründen auch immer, unser Land wieder verlassen wird. Man kann vielleicht davon ausgehen, und das ist wirklich spekulativ, und wir können im Augenblick gar keine richtigen Prognosen machen. Wir machen Szenarien, wir schätzen ab. Wenn wir davon ausgehen, dieses Jahr oder 2015 sind eine Million Menschen gekommen, dann kann man sicher davon ausgehen, dass auf lange Frist die Hälfte davon auf jeden Fall im Land bleibt. Vielleicht sind es mehr. Das ist aber wirklich aus der Erfahrung heraus gesagt. Aber das ist schwer vergleichbar. Das ist wirklich eine Frage. Und alle Institute, die auf dem Gebiet arbeiten, haben das gleiche Problem, dass man im Grunde genommen im Augenblick zu wenig weiß über die Menschen, die zu uns kommen, und über das Verhalten. Und wir wissen auch zu wenig über die politischen Situationen, die sich entwickeln. Sie haben es angesprochen. Wer weiß, wie es in Syrien und im Nahen Osten weitergeht? Wer weiß, wie es in anderen Ländern weitergeht? Viele kommen ja aus EU-Ländern. Wenn sich die Wirtschaft dort weiterentwickelt und es wieder vorwärts geht, was machen die Menschen? Das ist ganz, ganz schwer abzuschätzen. Aber ich gehe davon aus, dass von den Menschen, die zu uns kommen, auf lange Frist sicherlich 300.000, 400.000 Menschen im Jahr bei uns bleiben und damit helfen, den demografischen Wandel etwas aufzuhalten. Diese Hoffnung möchte ich gerne aufgreifen. Herr Herrmann, ich hatte neulich Frau Schuh in Brandenburg so eine Veranstaltungsreihe moderiert. Da ging es immer um demografischen Wandel, der in Brandenburg natürlich besonders spürbar werden soll. Und in 9 von 9 Veranstaltungen meldete sich immer wenigstens ein Zuhörer, der sagte, naja, demografischer Wandel ist ja alles Quatsch, jetzt kommen ja die Flüchtlinge. Was hätten Sie denen geantwortet? Frau Schuh, Gerd, Entschuldigung, Herr Herrmann, ich hatte so etwas ungeschickt eingeleitet. Danke. Ja, in der Tat, ich glaube, Herr Grings hat es gesagt, demografischer Wandel oder Demografie ist ein ganz träges Phänomen. Also die Weichen, die in der Vergangenheit gestellt sind, die können nicht einfach dadurch verändert werden, dass man jetzt mal 2, 3 Jahre sagt, aus welchen Gründen auch immer, haben wir jetzt eine massive, über die Vergangenheit hinausgehende Zuwanderung. Also bis das wirklich grundsätzlich wirksam wird, das dauert sehr lange. Und selbst die Prognosen, die ja im letzten Jahr von einigen Instituten erstellt worden sind, die von einer durchaus stärkeren Zuwanderung als bisher, also von einem positiven Wanderungssaldo über 300.000 hinaus ausgehen. Selbst die sagen, selbst wenn wir das über Jahre hinweg immer weiter so haben, dann wird das nur geeignet sein, den demografischen Wandel abzufedern. Also zu glauben, 2 Jahre Flüchtlingszuwanderung in dem bisherigen Maß erledigt das Thema, ist einfach verkehrt. Da werfen Sie etwas auf? Also es kommen ganz viele Menschen, aber es sind nicht unbedingt genug Menschen. Herr Grings, über unsere Fokussierung auf die Flüchtlinge gerät vielleicht ein bisschen aus dem Blick, wie sehr wir Zuwanderung tatsächlich brauchen. Der vorherrschende Eindruck ist ja gerade, wir werden überrannt von Menschen auf der Flucht. Da ist es, glaube ich, auch für Sie als Politiker nicht so leicht zu vermitteln, dass wir trotzdem auf Zuwanderung angewiesen sind, oder? Na, ich weiß nicht, wo wir die schlicht total Probleme haben, ist sozusagen die Zahl und die Geschwindigkeit dieser Asylmigration. Das ist natürlich das, wo die Menschen im zunehmendem Maße mit Fragen kommen und skeptisch werden. Das muss man ehrlich sein. Aber sozusagen das Ob nicht. Ich glaube, dass die übergroße Mehrzahl
der Menschen in Deutschland dazu steht, dass wir Asyl gewähren, aber eben auch es verstanden hat, dass es für unsere Wirtschaft, damit für die ganze Gesellschaft wichtig ist, dass wir auch Fachkräftezuwanderung gezielt zu uns holen. Aber das beides kann eben, da stimme ich zu, nicht das Thema demografischer Wandel im Kern und auch nicht in der Mehrheit abmildern. Ist auch die Frage natürlich, die man sich stellen muss, was wollen wir eigentlich erreichen? Wenn man sagen, wir wollen demografischen Wandel im optimalen Falle sogar komplett aufhalten, wollen wir sozusagen die Bevölkerung konstant halten. Das ist was anderes als zu sagen, wir wollen das Verhältnis zwischen Erwerbstätigen und Rentnern konstant halten, was wir jetzt haben, denn das hat ja auch mit der höheren Lebenserwartung zu tun. Wenn wir das als Ziel haben, da haben wir wahrscheinlich eine Zuwanderung von 1,3 Millionen, hat, glaube ich, die UN mal ausgerechnet, pro Jahr, die wir bräuchten. Dass wir das nicht auf Dauer integrativ bewältigen können, ist, glaube ich, auf der Hand. Und insofern ist klar, diese Ziele kann man in dieser Extremform nicht erreichen. Also das kann sozusagen auch eine Politik nicht erreichen an der Stelle, dass sie beispielsweise Erwerbstätige und Rentner in einer Balance hält, wie wir sie heute haben. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen mehr in den Blick nehmen, die Erwerbsmigration, Herr Koopmans. Es gibt einen Bericht aus dem Hause von Frau Schuh, der lobt Deutschlands Migrationspolitik auf dem Arbeitsmarkt sehr und sagt, Deutschland ist ein wahrer Musterschüler, die können mit Kanada durchaus mithalten. Also unsere Türen stehen Talenten offen. Das Problem ist, die Talente wollen nicht so recht rein. Es gab eine Zahl, die hat mich sehr beeindruckt für 2014. Da sind gerade mal 31 Hochqualifizierte aus Nicht-EU-Ländern mit einer sofortigen Niederlassungserlaubnis ins Land gelockt worden. Was machen wir denn falsch? Sie können das ja als Nachbar ein bisschen distanzierter sehen vielleicht. Ja, ich denke, zum Teil ist das eine Altlast. Also ob Länder attraktiv sind für Migranten, ist erstens eine Imagefrage. Nun hat Deutschland natürlich bis zur Jahrhundertwende wenig getan, um sein Image im Ausland als eine Bestimmung für Zuwanderer zu promoten. Das ist klar. Also das Selbstverständnis von Deutschland als Einwanderungsland, ein Land, das Einwanderung will oder zumindest die richtige Einwanderung will, ist ganz neu, hat sich in der Welt noch nicht sehr verbreitet. In den letzten 6 Monaten schon, aber vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie man das sich wünschen würde. Zweitens muss man bei Migration berücksichtigen, dass das zu einem ganz großen Teil Kettenmigration ist. Also Migration von bestimmten Gruppen aus bestimmten Ländern zieht weitere Migration aus diesen Ländern an. Und das bedeutet für den konkreten Fall von Deutschland, dass wir vor allem gut drin sind, Migranten anzuziehen, die gleichen Merkmale und die gleichen Herkunftsländer haben, als die Leute, die schon hier sind, über Familienmigration zum Beispiel. Und wenn wir die Tore ganz offen stellen würden, dann wäre es kein Problem, Leute aus der Türkei oder aus den Balkanländern und so weiter anzuziehen, weil die Leute kennen schon Leute hier, da gibt es Brücken, Familie und so weiter, die schon hier sind. Also das sind die zwei Altlasten, die es schwierig machen. Und an dieser Kettenmigrationsgeschichte kann man nicht so viel ändern. Das heißt nur, dass es nur allmählich gelingen wird. Aber es hat natürlich einen Effekt darauf, wie attraktiv Deutschland für bestimmte Gruppen ist. Nehmen wir mal den sprichwörtlichen indischen Computerprogrammeur. Ja, der geht lieber nach Großbritannien, weil da gibt es schon viele Inder, da gibt es schon den Onkel, da gibt es schon den Cousin, da gibt es Erfahrung, da ist das Risiko auch geringer. Das ist auch eine Risikoentscheidung. Also man weiß in Großbritannien, wie es funktioniert, dass es gelingen kann. Es gibt Leute, die einem helfen können. Also das macht es schwieriger. Und dann gibt es auch noch der Sprachfaktor natürlich. Hochgebildete Leute in der ganzen Welt sprechen Englisch und Deutsch ist heutzutage nicht mehr so verbreitet. In Europa noch ein bisschen schon, vor allem in Osteuropa. Das macht es etwas einfacher, von dort Leute anzuziehen. Also es gibt einfach ein paar strukturelle Bedingungen, die es für Deutschland schwer machen. Ein besseres Promoten sozusagen von Deutschland als Einwanderungsland im Ausland wird sicherlich helfen, aber auch erst auf längere Dauer. Und ich sagte schon, aus der Perspektive betrachtet ist die Tatsache, dass jetzt so viele Leute als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, erstmal eine Chance. Weil jetzt sind viele Leute da und die sind zwar nicht alle geeignet, um mit ein bisschen Nachschulung hier Fachkräftemängel zu füllen, aber ein Teil durchaus schon. Also deshalb sollte man das als Chance betrachten, um die Leute. Die Leute sind erstmal hier, die werden nicht, wenn man ihnen eine gute Perspektive bietet, dann werden sie auch bleiben. Und die anderen Wege, Blue Card und so weiter, die werden auf kurzfristig und mittelfristig einfach nicht ausreichen, um genügend Leute hierher zu ziehen.
Sie haben gerade von Promoten gesprochen, es fiel vorher auch mal der Begriff Marketing. Frau Böhmer, das ist ja jetzt so ein bisschen Ihre Aufgabe als Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Auch weiß die Welt überhaupt, dass sie bei uns willkommen ist? Klappern Sie da laut genug? Also zum einen will ich sagen, die Analyse, die vom Sachverständigenrat uns übermittelt worden ist, die ist schon sehr zutreffend. Wir haben in den letzten Jahren enorm zugelegt, was die Verbesserung des Einwanderungsrechts anbetrifft. Und ich sage jetzt bewusst auch Einwanderung, weil Einwanderung heißt ja, man will auf Dauer nach Deutschland kommen. Aber kaum einer weiß es draußen. Und wir haben ein tolles Produkt Deutschland, wirtschaftlich erfolgreich, attraktive Arbeitsplätze. Und ich sage mal, wenn ich mich so umgucke, die Lebensbedingungen sind auch nicht ganz schlecht. Jetzt habe ich das gelernt, dass so in Ostfriesland es ein bisschen schlechter ist, wenn es um SMS geht. Aber in Berlin ist es ganz gut. Ja. Und UMTS. Also die Sachen sind unterschiedlich. Aber ich glaube, wir müssen eines lernen, dieses gute Produkt, was wir haben, zu vermarkten. Und ich habe vor 2 Jahren, als ich ins Auswärtige Amt gekommen bin, dann auch einmal sehr kritisch gefragt, was tun wir denn eigentlich? Die Kanadier gehen offensiv damit um, die Australier sind genauso hemmungslos. Und in Neuseeland hat man auch ein Marketing und wir warten einfach. Und deshalb, glaube ich, haben wir jetzt doch den Hebel ein Stück umgelegt. Zum einen haben wir unseren Auslandsvertretungen, also den Botschaften und den Generalkonsulaten aufgetragen, in bestimmten Ländern aktiver zu werben. Bestimmte Länder heißt für uns nicht überall, weil wir sagen, es gibt Länder, die können einfach keinen Braindrain vertragen. Aber jetzt denken Sie einmal an die Philippinen. Auf den Philippinen sind viele darauf angewiesen, im Ausland tätig zu sein, auch um ihre Familien dort zu erhalten. Und wir haben dort ein Projekt verankert, das heißt Triple Win. Da geht es um die Gewinnung von Pflegekräften. Und ich glaube in der Tat, 3 Seiten können davon gewinnen. Wir in Deutschland, wenn wir sehr motivierte und auch gut ausgebildete Pflegekräfte bekommen, das Herkunftsland, weil die Familien besser unterstützt werden und natürlich auch die Pflegekräfte selbst. Und diese offensivere Strategie müssen wir machen. Und jetzt will ich noch eines dazu sagen, was uns enorm helfen kann. Wir haben die Nase vorne, wenn es um die gesetzliche Regelung geht zur Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsabschlüssen. Das gibt es noch nicht einmal in Kanada. Und insofern sollten wir mit einem solchen Fund wirklich wuchern. Da gibt es die entsprechenden Internetportale, da gibt es auch die Werbeportale vom Bundeswirtschaftsministerium. Aber ich habe auch die Botschaften gebeten, für die es in Frage kommt, auf ihrer eigenen Homepage das besser zu verlinken und die Botschaft besser nach draußen zu senden. Vielen Dank. Herr Herrmann, Sie beschäftigen sich damit, wie wir leben, wo wir leben, vielleicht auch, wie das Umfeld sich auswirkt auf unser aller Befinden. Sie gestalten es mit. Ist denn Mönchengladbach tatsächlich schwerer zu bewerben als Philadelphia? Ist das auch ein Punkt, dass städtebaulich vielleicht manches andernorts attraktiver ist? Also ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die Diskussion in die richtige Richtung im Augenblick läuft, mal offen gesagt aus meiner Sicht, denn wir haben ja eine Situation, dass über 1 Million Menschen zu uns gekommen sind und das wird auch in diesem ich Jahr. Ich rede jetzt über Erwerbsmigration, ja, das sind ja, ja andere. Aber wir haben ja erstmal das Problem, dass die Menschen, die jetzt da sind und die in den kommenden Jahren zu uns kommen, dass wir die unterbringen in unseren Städten, in unseren Dörfern, dass wir dafür sorgen, dass die anständig und menschenwürdig untergebracht werden. Und das ist schon eine ganz, ganz schwierige Frage. Und insofern denke ich, ist das unser Anliegen, um das wir uns kümmern müssen. Was können die Städte tun? Was kann das Land tun, um die Menschen, die hier sind, anständig unterzubringen und dann auch in Arbeit zu bringen und zu qualifizieren? Und das ist sicherlich ein Prozess, der dauert ein paar Jahre, sowohl was die Unterbringung angeht, wir müssen Wohnungen bauen, aber auch was die Qualifikation angeht. Insofern, natürlich ist Mönchengladbach dann nicht mit Philadelphia zu vergleichen, aber auch Mönchengladbach hat die Chance. Wir haben viele Gegenden in Deutschland, da haben wir beides, dort haben wir Leerstand, dann haben wir Wohnungen und wir haben Arbeitsplätze. Das ist nicht überall so, aber das gibt es in unserem Land. Und das ist ein Fund, mit dem wir auch wuchern können und das ist auch die Chance, die wir an dieser Stelle haben. Ja, ich würde da gerne unmittelbar anschließen. Ich glaube,
es ist eigentlich nicht so günstig, das so gegeneinander zu verrechnen, zu sagen, solange wir jetzt die Flüchtlingszuwanderung haben, stellen wir jetzt mal im Ausland bei der Anwerbung, sage ich mal, gezielter Anwerbung von qualifizierten Fachkräften auf Stopp. Ich glaube, man kann das eine tun, also die Flüchtlinge so gut wie möglich hier zu integrieren und gleichzeitig auch noch Signale nach außen senden, und zwar gezielt in dem Sinne, wie das Frau Böhmer auch gesagt hat, also mit gezielten Mobilitätspartnerschaften mit bestimmten Ländern, wo man um ganz bestimmte Gruppen gezielt wirbt. Also diese Ergänzung des Zuwanderungs- oder migrationspolitischen Portfolios sollte man jetzt nicht preisgeben aus unserer Sicht. Herr Krings, dazu, Sie haben... Ja, gerne. Also ich glaube, wir machen das ja auch nicht von mir mal zur Lage, wir machen beides, wir bewältigen diese humanitäre Herausforderung, wo wir wissen, dass sie in den gleichen Zahlen auf Dauer so nicht weitergehen kann, aber es wird immer noch immense Zahlen sein und wir machen trotzdem die aktive Werbung, das wird auch gar nicht reduziert. Sehr wir unterscheiden müssen zwischen Asylbewerbern oder Schutzsuchenden einerseits und Arbeitsmigration andererseits, müssen wir zu dem Zeitpunkt, wo dann die Menschen vielleicht eine Anerkennung haben in Deutschland, dann anders unterscheiden. Unterscheiden wir zwischen denen, die in einem Job sind, gute Chancen haben, für Ausbildung vielleicht oder direkt in einen Job zu kommen. Das sind sozusagen die direkt kommen, Arbeitsmigration, plus auch von den Asylbewerbern, die diese Chance haben. Die werden dann sozusagen ohnehin schon nach Arbeitsplatz entscheiden. Und dann wird man auch wahrscheinlich das Wohnungsproblem irgendwo lösen. Da gibt es ja auch einen Arbeitgeber, der helfen kann. Oder es gibt andere Möglichkeiten. Sie können auch in einem anderen Segment auch des Wohnungsmarktes ausweichen. Wo die Politik vor größeren Herausforderungen steht, ist eben da, und das ist leider wohl der größere Teil für einen Übergangszeitraum jedenfalls, der Asylbewerber, auch der Anerkannten sein, die für einen doch einige Zeit von staatlicher Alimentation leben. Und dann ist natürlich die jetzige Rechtslage so, und es ist auch gar nicht so einfach, das zu ändern, dass sie sich dann eben aussuchen können, wo sie leben. Und wir dann natürlich die Gefahr von Ghettoisierung wirklich haben, das gilt nämlich, was Herr Kuppmann sagt, ja nicht nur für die Länder, man geht in das Land, wo man vielleicht Familie hat, sondern man geht auch in die Stadt, wo man vielleicht Menschen findet, die die gleiche Sprache sprechen. Das würde ich ja genauso machen. Natürlich möchten die meisten Deutsch lernen, aber sie möchten vielleicht auch nochmal in ihrer Heimatsprache sich unterhalten können, ihre Kultur wiederfinden, Nahrungsmittel einkaufen können, die vielleicht dort angeboten werden, die sie aus der Heimat heraus kennen. Und das ist, glaube ich, eine große Steuerungsaufgabe, die auch nicht einfach zu bewältigen ist. Diejenigen, die eben nicht nach Arbeitsplatz entscheiden, sondern frei entscheiden können oder müssen, wie man es sieht, weil sie eben von staatlichen Transferleistungen leben. Und da ist eben die Gefahr sehr groß, dass da der Zug in einige wenige Ballungsräume sehr stark werden wird. Frau Böhmer, da würde ich gerne mit Ihnen auch ein bisschen näher drauf eingehen, dieses Ungleichgewicht zwischen Großstädten als Magneten für Zuwanderung und andererseits dem ländlichen Raum. Macht Ihnen das Sorgen und haben Sie schon Ansätze, was man da tun kann? Also was ich beobachte, ist, dass dort, wo wir kleinere Städte haben, ja Dörfer, wenn dort Menschen hinkommen, jetzt auch Flüchtlinge, dass sie ganz anders aufgenommen werden und ganz anders aufgehoben sind auch. Weil man kennt sich, man kümmert sich und das bietet auch ganz andere Chancen der Betreuung. Es gibt Ehrenamtliche, die sich nicht nur darum kümmern, dass die Kinder den Kindergarten besuchen und dass der Sportverein offen ist, sondern die auch helfen, wenn es um einen Ausbildungsplatz geht. Patensysteme, Ehrenamtliche, die ihnen auch zur Seite stehen. Es gibt also deutlich gute Chancen in ländlichen Regionen, sich wirklich schnell zu Hause zu fühlen, zu integrieren und dazu zu gehören, das ist ja ganz wichtig. Und das steigert auch die Akzeptanz auf beiden Seiten. Wohingegen, wenn wir in Großstädten die Situation haben, dass sehr viele vielleicht auch noch in großen Einrichtungen leben, ist es wesentlich schwieriger. Und deshalb, glaube ich, müssen wir auch darauf achten, dass Migranten bei allem Verständnis, dass sie sagen, aber wir möchten gerne jetzt nach Bremen, weil dort viele aus unsere Heimat sind und weil wir da auch Familienmitglieder haben, verstehen, es kann auch zum Vorteil sein. Und manches Mal, und deshalb teile ich die Auffassung auch von Günter Krings, muss man dann auch darüber nachdenken, dass man die Anreize und die, sag mal, Rahmenbedingungen entsprechend setzt. Und ich glaube, das wird ein wichtiger Punkt sein. Nehmen Sie so manchen Landkreis, der jetzt gerade auch in den neuen Bundesländern darauf eingestellt hat, es gibt keine Auszubildenden mehr und können wir vielleicht von den jungen Männern profitieren, die jetzt nach Deutschland kommen. Aber wenn die ganz schnell wieder ihren Koffer packen, dann sind all die Bemühungen vor Ort in einem Landkreis dahin. Und ich glaube, deshalb sollten wir darauf auch mehr achten und vielleicht mit der Chance, einen Ausbildungsvertrag dort zu erhalten, auch sagen, und dann bleibt ihr aber auch wieder eine Zeit lang.
Herr Herrmann, es gibt ein Forschungsinstitut Empirica, das hat so eine recht klare Faustregel geprägt, nämlich Familien aufs Land und Alleinstehende in die Stadt. Aus welchem Grund? Hat das Sinn in Ihren Augen auch? Das schließt an das an, was Frau Böhmer eben gesagt hat. Das hat absolut Sinn und es gibt auch gute Beispiele dafür, wo das schon gelingt. Ich denke etwa an Goslar oder an Altena. Altena, eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, wo der Bürgermeister aktiv darum wirbt und sagt, wir möchten gerne Familien ansiedeln. Altena, das ist ein Beispiel, hatte vor 30 Jahren 37.000 Einwohner und jetzt nur noch die Hälfte. So, es gibt Leerstand, es gibt Arbeitsplätze und nicht umsonst hat fast jede Stadt und jeder Ort in den neuen Bundesländern ein Fachkräftesicherungskonzept, weil dort eben auch Fachkräfte und Arbeitnehmer fehlen. Es ist nicht so, dass es auf dem Land keine Arbeitsplätze gibt. Und es macht schon Sinn, insofern gebe ich Empirica vollkommen recht, dass man sagt, Familien mit Kindern lassen sich auf dem Dorf, auf dem Land, in der Kleinstadt viel, viel besser integrieren. Und das hat auch noch den Vorteil, dass das, was jetzt im Augenblick schrumpft, was zurückgeht, Schulen, die leer stehen, die geschlossen werden, die ganze Infrastruktur, die Nachfragesituation, dass das ausgenutzt und wieder aufgebaut werden kann und erhalten kann. Der öffentliche Personennahverkehr, der eingestellt wird im ländlichen Bereich, all das kann gehalten werden, wenn Familien dort angesiedelt werden. Und das geht auf der einen Seite sicherlich, es wird ja diskutiert, indem man gesetzliche Rahmenbedingungen dafür schafft, aber noch wichtiger finde ich, dass man dafür sorgt, dass die Bevölkerung einladend ist, dass die Vereine, dass dort die Bürger integrieren und die Menschen aufnehmen und dass man sie auch dafür interessiert. Wenn junge Leute aus dem Ausland kommen, Familien, die kennen nur Bremen, die kennen Hamburg, die können Berlin, so, die wissen gar nicht, welche Möglichkeiten es in unserem Land dann an der Stelle gibt. Und das muss man offensiv und aktiv betreiben und dann funktioniert das auch. Das ist eine gute und eine große Möglichkeit, um zu verhindern, das, was Herr Grings eben auch sagte, dass sich Ghettos bilden in den genannten Städten und dass die Gefahr besteht, dass alle an eine Stelle wollen und dass wir dort Probleme verstärken, die es ja auch in der Vergangenheit schon gegeben hat und gibt. Ich höre mit gewissem Erstaunen, Sie sagen so ganz klar und deutlich, es stimmt nicht, dass es keine Arbeit gäbe im ländlichen Raum. Nun, wenn wir uns die Arbeitslosenquote angucken, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, teilen Sie die Einschätzung, Herr Koopmans, dass da letztlich viele Chancen liegen, die wir vielleicht nicht nutzen, auch für Zuwanderer? Ich denke auch historisch gesehen, ist ein Fehler der deutschen Zuwanderungspolitik, die damals nicht so hieß, gewesen, dass wir eigentlich keine selektive Zuwanderungspolitik betrieben haben. Oder sogar in der Gastarbeiterzeit eine eher negativ selektierte Zuwanderungspolitik, wo die Abwesenheit von Qualifikationen sogar eher ein Vorteil war. Und wir drohen jetzt, das Gleiche wieder zu machen mit der Flüchtlingszuwanderung. Es ist nicht die Frage, man sollte nicht die Frage stellen, wie viele Leute von diesen Flüchtlingen werden letztendlich hier bleiben und welche werden bleiben. Das sollte eine aktive Gestaltungsfrage für die Politik sein, wer bleiben wird und wie viele bleiben werden. Natürlich, wir können jetzt nicht an die Pforte selektieren, weil wir eine humanitäre Pflicht haben, diesen Leuten Schutz zu bieten. Aber wir haben keine moralische Pflicht zu sagen, all diese Leute haben, wenn sie anerkannt sind als Asylberechtigte, ein Recht hier dauerhaft sich niederzulassen. Und da kann man durchaus Anreize setzen und so sozusagen nicht die Frage der Erwerbsmigration und der Flüchtlingsmigration trennen, sondern das Potenzial der Flüchtlinge, die jetzt gekommen sind, nutzen für das Eigeninteresse, für den Zweck der Arbeitsmigration. Das sind dann Arbeitsmigranten, die schon hier sind. Aber man kann darüber entscheiden, wenn die Situation in Syrien und Irak hoffentlich irgendwann mal wieder besser ist, wer bleiben darf und wer nicht bleiben darf. Und leider ist die Politik jetzt so, dass alle, die anerkannt werden, erstmal für 3 Jahre einen befristeten Aufenthaltserlaubnis kriegen und dann nach 3 Jahren ein Anrecht, wenn sich der Flüchtlingsstatus nicht geändert hat, auf eine dauerhafte Niederlassung haben. Das ist, denke ich, eine verfehlte Politik, weil die wird dazu führen, dass diejenigen, die wegziehen, vielleicht welche sind, wie das auch in den 90er Jahren passiert ist mit Kriegsflüchtlingen von dem Balkan, die mit den besten Qualifikationen ziehen vielleicht sogar weiter nach Kanada, nach Großbritannien oder nach andere Länder, wo die mehr verdienen können. Und die bleiben, sind die, die abhängig sind von Sozialleistungen oder die vielleicht unqualifizierte Arbeiten verrichten. Also
das Risiko ist sehr groß, dass ohne das richtige Anreizsystem, dass wir wieder eine negativ selektierte Zuwanderung bekommen. Es wäre viel besser zu sagen, diejenigen, die nach Ablauf dieser 3 Jahre es geschafft haben, einen Integrationskurs erfolgreich abzuschließen, keine Straftaten begangen haben und es geschafft haben, für sich einen Job zu ergattern mit einem Mindestvertragsreiz von so viel oder vielleicht auch ein Mindesteinkommen von Y, die haben sich damit das Recht auf eine dauerhafte Niederlassungsberechtigung verdient. Diejenigen, die das aber nicht geschafft haben, die kann man noch temporär verlängern, wenn es die Situation in dem Herkunftsland nicht erlaubt, um das Bleiberecht zu beenden. Aber sonst müssen sie einfach zurückgehen. Und so kombiniert man die moralische Pflicht, Schutz zu bieten, mit das Eigeninteresse, um dafür zu sorgen, dass Deutschland die Zuwanderer bekommt, die nötig sind. Weil nicht jede Form von Zuwanderung ist eine Lösung für das demografische Problem. Es gibt auch Formen von Zuwanderung, die das Problem im Sinne von dem Verhältnis zwischen Leuten, die Geld verdienen und Leuten, die von staatlichen Leistungen abhängig sind, eher verschlechtern. Wenn Zuwanderer abhängig werden von Sozialleistungen, ist das keine Lösung, das ist eine Verschlimmerung des demografischen Problems. Das heißt, entscheidend ist gar nicht so sehr das Verhältnis zwischen alt und jung, sondern zwischen erwerbstätig und nicht erwerbstätig. Und wenn man die richtigen Anreize setzt, dann bietet man die erfolgreich sind, auch eine Belohnung. Das jetzige System für die Flüchtlinge bietet überhaupt keine Belohnung für solche Flüchtlinge, die einen Erfolg von ihrem Leben hier in Deutschland machen und keine Bestrafung für die sich nicht anstrengen. Frau Schuh? Ich würde gerne ergänzen zu den bisher gemachten Überlegungen noch eine Idee einspeisen, wie man neben vielleicht limitierende Faktoren auch noch ein echtes Anreizsystem zur Verteilung setzen kann, das eben auch auf dieses Thema Altersstruktur der Flüchtlinge eingeht. Wir haben in Deutschland ja ein sehr gut ausgebautes Hochschulsystem mit Universitäten, Fachhochschulen, die teilweise eben auch durchaus im ländlichen Raum sind, die ja eben auch entsprechende Strukturfaktoren darstellen. Und wir haben zum Beispiel ja auch in den letzten Jahren teilweise um die 10% von Zuzügen von Drittstaatsangehörigen an die Hochschulen in Deutschland gehabt. Das heißt, da gibt es eine Migrantengruppe, die sehr positiv selegiert schon ist, wie Herr Kupmanns vielleicht sagen würde, und an die man auf jeden Fall denken muss, die dann auch teilweise in den Regionen vor Ort sind, wenn sie da 2-3 Jahre studieren, in der Tat auch schon da Kontakte aufbauen. Wenn es da gelingt, die zu halten in der Region, dann kann das einen sehr positiven Effekt haben mit Blick auf eine Verteilung in Deutschland. Und ich würde die Funktion von Hochschulen auch mit Blick auf die Flüchtlingsintegration nicht unterschätzen, weil die können natürlich dazu beitragen, dass sich die Qualifikationsstruktur auch dieser Gruppe verbessert. Frau Schuh und Herr Kupmanns haben jetzt von Anreizen gesprochen. Herr Krings, ich wüsste gerne von Ihnen, wenn der Integrationsdruck in den Städten doch so groß ist und die Integrationschancen auf dem Land offenbar für manche Gruppen zumindest größer, ist es dann vielleicht an der Zeit, Flüchtlingen ihren Wohnsitz vorzuschreiben? Gut, wir hatten das schon mal bei den Spätaussiedlern bis Anfang der 90er Jahre. Insofern wäre es kein ganz neues Thema. Andererseits, auch aus der deutschen Geschichte im östlichen Teil oder mittleren Teil unseres Landes haben wir natürlich schmerzhaft gemerkt, was es heißt, wenn man keine Freizügigkeit innerhalb des Bundesgebiets hat. Artikel 11 ist ein wichtiges Grundrecht, das garantiert Freizügigkeit, und das muss man natürlich aus einem schwerwiegenden Grund kann man das nur machen. Angesichts der großen Zahlen kann man darüber nachdenken. Ich fand es interessant, dass sozusagen der Vorschlag erstmalig so laut geäußert worden ist vom SPD-Parteivorsitzenden. Ich selbst bin gar nicht so weit gegangen, habe gesagt, lass uns mal überlegen in den letzten Wochen, ob dieses ständige Mantra, wir müssen die Asylverfahren verkürzen, für diejenigen, die wirklich eine gute Perspektive haben, hier zu bleiben, wirklich richtig ist. Weil ich glaube nicht, dass das unser Hauptproblem ist, dass Asylverfahren, jedenfalls für Syrer und andere, die eine hohe Bleibeperspektive haben, zu lang sind. Denn sie können alles schon machen im Verfahren. Sie können bereits Sprachkurse machen, sie können Arbeit aufnehmen, alles ermöglicht worden. Aber das Asylverfahren kennt eine Beschränkung, im Wesentlichen, dass sie eben innerhalb des Verfahrens an einem Ort gebunden sind. Und aus dem Grunde, ob man das jetzt sagt, wir verlängern die Verfahren, was natürlich schwierig ist, wir wollen sie nicht künstlich verlängern, oder wir würden so etwas befristen. Dass man sagt, für einen gewissen Zeitraum, egal ob die Verfahren halt einfach so lange dauern oder ob wir auch nach dem Verfahren noch eine gewisse Karenzfrist geben, sollte man das erwägen. Nicht auf Dauer. Ich glaube, der Arbeitsmarkt vor Ort, auch in den ländlichen Bereichen, die in der Tat Arbeitsplätze im Angebot haben, denn die Frage ist ja auch, was ist ländlicher Bereich?
Die industriellen Kerne meines Heimatlandes Nordrhein-Westfalen sind ja nicht mehr in Bottrop oder Oberhausen, die sind im Sauerland inzwischen. Da sind Industriearbeitsplätze am südlichen Rand des Ruhrgebietes viel stärker als in den alten Emscher Regionen, sage ich mal, am nördlichen Rand. Und insofern haben wir natürlich Länderbereiche, Uckermark oder auch bei mir am Niederrhein gibt es natürlich Regionen, wo wenig Industrie ist, aber wir haben viele auch ländliche, dann teilweise natürlich ballungszentrumsnahe Regionen, die wir als ländlich bezeichnen, wo es große Arbeitsmarktchancen gibt, auf die aber kein Mensch aus diesen Ländern von selbst drauf kommt, dahin zu gehen. Und insofern müsste man sagen, für einen gewissen Zeitraum müsste der Standort treu bleiben, um auch dem lokalen Arbeitsmarkt, den lokalen Arbeitgebern einfach die Chance zu geben, Kontakt aufzunehmen. Und wenn der Arbeitsplatz oder der Ausbildungsplatz erst einmal da ist, dann, glaube ich, setzt eine ganz andere Rationalität ein. Dann ist dann vielleicht immer noch schade für jenen, der aus Syrien kommt, dass in meinem Heimatort auch zu wenig Leute sind, die meine Sprache, meine Muttersprache sprechen. Aber dann ist das Argument, ich habe hier einen Ausbildungsplatz oder sogar Arbeitsplatz gefunden, deutlich stärker. Und da würde ich es auch noch ergänzen, ich glaube, es ist auch gar kein Widerspruch, ich glaube, Fachhochschulen, Hochschulen sind ein wichtiges Thema, aber ich glaube, nicht nur bei dem Thema insgesamt müssen wir immer aufpassen, dass wir die duale Berufsausbildung nicht vernachlässigen. Das ist eine Riesenchance, zumal normalerweise auch so ist, dass einem Auszubilden natürlich noch ein anderer menschlicher Rückhalt zur Seite steht. Hochschulen sind, selbst Fachhochschulen, selbst kleinere, sind doch eher anonym. Man versucht das aufzufangen durch Betreuung. Ein mittelständischer Arbeitgeber, der kümmert sich um die Leute. Ich habe auch Menschen in meinem Wahlkreis, die das gemacht haben. Ich kenne auch Arbeitgeber, die haben entnervt aufgegeben, weil doch ein paar bürokratische Hürden für sie zu hoch waren. Das muss man eingestehen. Aber es gibt auch welche, die haben es durchgezogen. Wir haben den ersten da, ist richtig. Wir haben eine hohe Dropout-Quote leider auch noch. Aber trotzdem muss man es weiter probieren und gerade auch über das Thema duale Berufsausbildung. Frau Böhmer, Sie haben mir gerade ins Ohr geflüstert, dass Sie noch etwas anderes haben, was Sie triggert bei dem Wort Ausbildung. Also wir haben ja jetzt zunächst einmal die Situation, dass viele nicht mehr zurückkommen können in ihre Heimatregion, wenn sie an Syrien denken, die Städte sind zerstört. Viele sagen, es ist zu riskant. Aber es gibt auch die Aussage, wir wollen wieder zurück. Das, was wir, und Herr Herrmann hat es eben erwähnt, bei den Balkanflüchtlingen ja auch erlebt haben. Und ich glaube, dann ist es auch ungemein wertvoll, wenn die Betreffenden einen Zuwachs an Qualifikation vorher bei uns erfahren haben. Denn sie müssen ihr Land wieder aufbauen und sie werden dort gebraucht. Und es wäre meines Erachtens auch nicht verantwortlich, wenn wir nur an uns denken würden und was brauchen wir hier an Fachkräften, sondern wie kann man in diesen Regionen, Syrien, Irak, Libanon, Jordanien, die Menschen so voranbringen, dass sie es wirklich schaffen nachher. Und da will ich zwei Aspekte nennen. Zum einen, es gibt eine Initiative, jetzt gucke ich zu meinen Kollegen vom Innenministerium, gemeinsam mit dem Außenministerium, dass wir sagen, das THW bietet die Möglichkeit, im Bereich Wiederaufbau jungen Menschen, aber auch Älteren, die hier in Deutschland leben, im THW Kenntnisse zu sammeln, die sie nachher in Syrien oder an der Grenze zu Syrien wieder einbringen können. Und umgekehrt versuchen wir, über die Flüchtlingscamps dort auch solche Kenntnisse zu vermitteln. Das Deutsche Archäologische Institut in der Zuständigkeit des Auswärtigen Amtes bietet in den Grenzregionen für handwerklich Orientierte die Möglichkeit an, dass sie ihre Handwerkerkenntnisse verbessern. Später müssen Häuser aufgebaut werden, müssen wieder zerstörte Kulturgüter hergerichtet werden. Also ihnen Arbeit zu geben, eine Perspektive zu geben. Und der letzte Punkt ist für mich, wir geben Stipendien für syrische Studierende, um diejenigen, die später einmal das Land führen sollen, jetzt schon zu stützen. Also man muss auch über diesen Tag hinausdenken. Und das eine ist, dass wir darüber diskutieren, was bringt das uns für uns hier, Fachkräfte. Aber wir müssen auch die Verantwortung für die Länder sehen und die Chancen dort verbessern. Jetzt haben Sie gezeigt, dass Marketing Ihnen nicht fremd ist, Frau Böhmer. Ich würde das Stichwort Häuser aufbauen gerne aufgreifen und in ganz anderen Kontext stellen. Herr Herrmann, Ihre Aufgabe ist es ja so ein bisschen, die Zuwanderungszahlen in Wohnungsstaff umzurechnen. Ich las mal von 320.000, wobei die Hälfte davon familientauglich sein sollte. Möglichst hohe Qualität, möglichst niedrige Kosten, möglichst gute Bedingungen für Integration. Das ist die Quadratur des Kreises, oder mindestens? Ja, das ist die Quadratur des Kreises. Die Quadratur des Kreises besteht darin, ja, wirklich es zu schaffen, man müsste in diesem Jahr und in den kommenden Jahren 350.000 bis 400.000 Wohnungen neu bauen.
Und das ist sicherlich nicht so einfach. Und wir würden das nicht für gut halten, wenn man jetzt im Grunde genommen davon abweicht, Häuser zu bauen, die auch in 40, 50 Jahren noch vernünftig nutzbar sind. Das heißt, Standards abzusenken und dann schon Ghettos vorzubereiten, wäre nicht gut. Das heißt, es wäre auch nicht gut zu sagen, wir bauen jetzt nur Wohnungen für die zu uns kommenden Menschen. Denn wir haben auch Menschen, die hier im Lande leben und die kostengünstigen Wohnraum brauchen. Das darf man nicht auseinandernehmen. Also wenn man das zusammensieht, dann gehen wir davon aus, nach unseren Zahlen, dass wir 350 bis 400.000 Wohnungen neu brauchen. Wobei, das muss man auch sagen, wir davon ausgehen, dass sich das Verhalten, wir haben eben darüber gesprochen, der Menschen, die zu uns kommen, an dem orientiert, was wir im Land haben. Das heißt, der Trend in die Städte, der wird bleiben. Und da existiert jetzt schon Wohnungsnot, preisgünstiger Wohnraum, und das wird sich verstärken. Das ist also das, was passieren muss. Aber das ist sicherlich keine ganz, ganz einfache Frage. Und von der Idee, eine Wohnung zu bauen bis zur Fertigstellung, das wissen wir alle, vergehen 3 Jahre ungefähr. Das heißt, das ist keine Sache, die kurzfristig gemacht werden kann. Aber das ist der Bedarf, den wir sehen. Und wenn man das mal dagegen setzt, in 2015 sind rund 250.000 Wohnungen gebaut worden in Deutschland. Da sieht man also, was nötig wäre, an zusätzlichem Wohnraum zu schaffen. Das ist keine einfache Sache. Und ich sage auch dazu, denke ich, dass es geht ja darum, preisgünstigen Wohnraum zu schaffen. Hochpreisigen Wohnraum, das ist letztlich kein Problem. Aber bezahlbaren zu schaffen, das ist die Schwierigkeit. Und das geht nicht nur mit den Mitteln des sozialen Wohnungsbaus, es geht auch darum, dass man auch frei finanzierten Wohnraum schaffen kann, der sich rechnet für den Investor und der bezahlbar ist. Und das geht beispielsweise nur auch so, dass man günstige Grundstücke auch zur Verfügung stellt durch die Kommunen oder auch durch den Bund, wo es erforderlich ist. Also das ist ein schwieriges Thema. Und Sie sagten, die Quadratur des Kreises, das ist schon das richtige Wort dafür. Ehrlich gesagt sind meine mathematischen Kenntnisse so schlecht, dass ich nicht wusste, wie das heißt, wenn man das noch erhöht. Also nicht im Quadrat, sondern verdreifacht. Die Würfel machen der Kugel. Ah ja, das ist auch sehr schön. Okay, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne im letzten Kapitel sozusagen darauf gucken wollen mit Ihnen, bevor wir dann neugierig sind auf Ihre Fragen, meine Damen und Herren, wie Integration gelingen kann. Und vielleicht fangen wir da bei den Kindern an. Frau Schuh, das deutsche Bildungssystem ist nicht so gut darin, Kindern den Bildungsaufstieg zu erleichtern. Das gilt nicht nur für Zuwanderer, sondern auch für die Kinder, die nicht das Privileg haben, in einer Akademikerfamilie mit hilfreichen Eltern groß zu werden. Wie können wir das verbessern? Ja, also bei Kindern ist natürlich ganz zentral, dass sie früh einen Zugang zu entsprechenden Bildungseinrichtungen bekommen. Also das heißt nicht erst mit der Schule starten, sondern eben auch in die frühkindliche Betreuung kommen. Da profitieren eben Kinder mit einem besonderen Förderbedarf überproportional von der Förderung. Also ein sehr gut betreutes bürgerliches Kind kann das entbehren, aber wenn ich eben Startschwierigkeiten habe, Startnachteile habe, die in aller Regel auch sozial bedingt sind und wobei Zuwandern eben die Sprachhürden dazukommen, dann bin ich darauf angewiesen, möglichst früh eben Angebote zu bekommen, gefördert zu werden. Das heißt eben, der frühe Zugang zu Kindertagesstätten ist ganz wichtig und das gilt eben natürlich jetzt auch für die Flüchtlingskinder. Also da geht es darum, sie so früh wie möglich tatsächlich in die entsprechenden Einrichtungen zu bringen und dann auch eben den Schulbesuch zu ermöglichen. Wie ist denn da der Status quo, Frau Böhmer? Ich weiß gar nicht, wie das derzeit funktioniert. Wann kann ein Flüchtlingskind in die Kita? Also wenn Sie vor Ort sind, kein Problem. Das kann sofort in den Kindergarten und sollte auch unbedingt in den Kindergarten. Und auch der Schulbesuch ist offen für die Kinder. Ich bin manches Mal auf das Problem gestoßen, dass das den Eltern nicht bekannt war. Und deshalb, glaube ich, muss man gerade auch durch Hilfe in der Nachbarschaft durch auf die Leute zugehen, was ich sagte, wenn es funktioniert, man fragt, bietet sich an, Patenschaften zu übernehmen, sodass tatsächlich dieses dann funktioniert. Und ich will noch was Zweites ergänzen. Ich glaube, man sollte sich nicht nur auf Kindergarten und Schule verlassen, sondern Lesepatenschaften zu übernehmen, Bildungspatenschaften zu übernehmen, um damit auch eine Nähe herzustellen, dass die Kinder tatsächlich lesen,
schreiben, rechnen lernen und dass damit auch die Eltern unterstützt werden. Das schafft Netzwerke, das schafft Verbindungen und das gibt viel, viel bessere Startchancen damit auch. Mhm. Vielleicht können wir von der Schule noch jetzt weiterspringen, Herr Kuckmann, mit Ihnen in den Beruf. Einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist die Integration am Arbeitsplatz. Was sind da Ihre wesentlichen Erkenntnisse? Worauf kommt es an? Ja, ich sagte schon vorher, also soziale Kontakte sind sehr wichtig, um einen Arbeitsplatz zu finden. Sprache natürlich auch. Ich möchte aber auf ein eher strukturelles Problem zu sprechen kommen, nämlich die Tatsache, dass Arbeitsmarktintegration insbesondere auch von eher niedrig qualifizierten Migranten, insbesondere auch von Migranten, die aus relativ entfernten Kulturkreisen kommen, wo die kulturelle Distanz groß ist, dass das in Wohlfahrtsstaaten, also in Ländern mit einem ausgebauten Sozialsystem, viel schwieriger ist als in Ländern wie die USA oder auch Großbritannien, wo es diese soziale Fang jetzt nicht in dem Maße gibt. Und wo sozusagen, auch da sprechen wir wieder über Anreizsysteme, wo die Anreizsysteme, um einen Job zu finden, viel größer sind und auch die Möglichkeiten eines Niedriglohnsektors viel, viel, viel größer sind als in Deutschland. Nicht nur in Deutschland, man sieht das auch in Schweden zum Beispiel, ein Land, das schon seit langer Zeit viele Flüchtlinge aufgenommen hat. Wenn Sie die Statistiken sehen über die Sozialhilfeabhängigkeit und die Arbeitslosigkeitszahlen unter Flüchtlingen in Schweden, was uns doch immer als ein vorbildliches Land gilt, aber die sind horrend hoch. Also die Integration von Flüchtlingen in Schweden ist überhaupt nicht erfolgreich. Und wir müssen unheimlich aufpassen. Also es ist sehr einfach, sozusagen ein negativ selektiertes Ergebnis zu bekommen von diesem Flüchtlingsstrom. Wenn wir nichts machen, dann werden nämlich genau die Leute hier bleiben, die sozialhilfeabhängig sind. Weil das sind auch die Leute, wenn es um die Aufbau von Syrien geht, auch da keine Ex-Perspektive haben werden. Die haben auch keine Weiterreiseperspektiven. Für die ist einfach das Beste, zu bleiben, wo sie sind, nämlich hier. Aber das sind, wie ich schon sagte, genau nicht die Leute, die wir brauchen. Also man muss schon eine aktive Steuerungspolitik, eine Politik, die mit positiven und negativen Anreizen wirkt, auf die Beine stellen, wenn man zuvorkommen will, dass man genau mit diesem Ergebnis endet. Weil dieses Ergebnis ist auch das Ergebnis, dass dann die Unterstützung in der Bevölkerung für Zuwanderung untergraben wird. Wenn Leute sehen, dass die Leute, die hier bleiben dürfen, auch erfolgreich sind, sich anstrengen, einen Job kriegen und so weiter und so fort, dann wächst auch die Unterstützung für Zuwanderung. Aber wenn das Ergebnis hohe Arbeitslosigkeiten, Sozialhilfeabhängigkeiten, Ghettoformung unter Zuwanderern ist, dann wird das auch die Unterstützung für die Zuwanderung, die wir brauchen, untergraben. Auch der Städtebau kann seinen Beitrag leisten, Herr Herrmann. Es gibt zum Beispiel das Programm Soziale Stadt. Wie kann Stadtentwicklung Integration fördern? Das ist ja so, dass Integration im Quartier letztlich stattfindet. Da fängt es ja an, im Stadtquartier. Und deswegen ist es auch gut, dass es diese Mittel gibt, eben die soziale Stadt, Städtebauförderung, Bildungsangebote, ist eben schon angesprochen, im Quartier, Anlaufstellen, Quartiersmanager, all das sind Dinge, die es im Augenblick auch schon gibt und die sich auch bewährt haben. Das Engagement der Bürger, das muss angeleitet werden durch die Kommunen, das Engagement von Unternehmen, von Stiftungen, von Einzelpersonen. Es gibt gute Beispiele, dass das gelingt und dass das passiert. Und es gibt auch Programme, die der Bund angestoßen hat, die das unterstützen. Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier. Das ist ja dieser Dreiklang, über den wir eben auch gesprochen haben. Das muss stattfinden, das muss gefördert werden. Das passiert auch mit den Mitteln der Städtebauförderung. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass auch das ehrenamtliche Engagement, was im Augenblick ja da ist, dass das weiter gefördert wird, auch durch Hauptamtliche, durch die Kommunen. Und dass das auch entsprechend honoriert wird und auch angeschoben wird. Und dass diese Kultur der Mitverantwortung vor Ort, dass die gestärkt wird. Und dafür ist das Quartier, ist die Stadtentwicklung eigentlich das richtige, der richtige Bereich. Eben nochmal Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier. Dieser Dreiklang, das muss funktionieren. Und wenn ich noch eins dazu sagen darf, wir nochmal an den Anfang, Herr Kruppmanns, wir haben ja gesagt, der demografische Wandel führt ja dazu, dass auch die Erwerbspersonenzahl zurückgeht. Es gibt also eine Perspektive.
auch für die Menschen in Arbeit zu bringen in unserem Land mit einer gewissen Zeit. Ne? Und es gibt diese Möglichkeit und es wird auch den Bedarf geben in unserem Land, auch für die Menschen, die zu uns kommen, dass sie in Arbeit kommen. Und da gebe ich Ihnen dann vollkommen recht. Und das muss gefördert werden, das passiert im Quartier in der Stadt. Auf welche Rezepte setzt denn, Herr Krings, Ihr Haus, das Innenministerium? Müssen wir Zuwanderer auch stärker in die Pflicht nehmen, in die Integrationspflicht, wie es zum Beispiel Ihre Parteifreundin Klöckner fordert? Ich glaube, dass natürlich Zuwanderung oder die gelingende Integration, besser gesagt, natürlich auch etwas mit Pflichten zu tun hat. Ich finde das ein netter Ansatz, wenn jetzt einige Kollegen, glaube ich, auch ein Koalitionspartner, Partei des Koalitionspartners sagen, wir wollen jetzt Grundgesetze in den Flüchtlingsheimen verteilen. Das ist ein, glaube ich, gut gemeinter Ansatz, aber wenn man da mal reinguckt, Grundgesetz, auch wenn man es vielleicht erstmal übersetzt, da steht dann ganz viel vom Bund-Länder-Finanzausgleich. Bei aller Liebe zur Integration sollte man das vielleicht im ersten Jahr nicht abverlangen, den Zuwanderern sich so tief mit zu beschäftigen. Wenn es um Grundrechte geht, die sind ja vielleicht eher gemeint, das macht schon Sinn, aber das sind erstmal Rechte. Aber es gibt eben auch Pflichten unserer Gesellschaft. Und da gibt es andere Gesetze, die muss man nicht alle auswendig können, das können die wenigsten Deutschen oder eigentlich keiner. Vom Strafgesetzbuch, über das Baurecht und so weiter, wo man auch Regeln des Zusammenlebens erkennt. Insofern ist das schon ein richtiger Ansatz. Aber ich finde, vielleicht kann der Frau Böhmer noch mehr dazu sagen, dass wir ja auch schon Vorbilder haben. Ich will mal sagen, zum Beispiel Integrationsvereinbarung, wie wir sie vorher schon kannten, auch in ihrer Regie, kann sie was sagen. Wir haben es auch bei, ist nicht in eins zu setzen, aber es gibt schon Vergleichspunkte auch bei Hartz-IV-Empfängern gehabt, wo wir gesagt haben, bestimmte Vereinbarungen, die man abgeschlossen hat, die eigentlich unserem System fremd waren. Normalerweise regeln wir im Sozialstaat alles durch Gesetze, Leistungsgesetze, mit Pflichten natürlich auch. Aber es hat nochmal eine andere Verbindlichkeit, wenn zwei Menschen zusammenkommen, ein Betreuer, jemand, der Hilfe sucht, Unterstützung sucht, und sie gemeinsam ein Dokument erarbeiten und das auch unterschreiben. Und insofern, glaube ich, gibt es da ganz gute Ansätze in der Richtung. Und insofern greift Frau Klöckner da, glaube ich, Dinge auf, wo wir, glaube ich, auch Vorbilder haben. Ich glaube, Frau Böhmer kann da noch viel mehr aus ihrer Erfahrung zu erzählen. Vielleicht darf ich noch eben erläutern, diese Vereinbarung, die Sie ansprechen, Herr Krings, das waren Vereinbarungen von 18 Städten und Kommunen mit, ich glaube, 4.000 Migranten, die natürlich nicht rechtlich bindend waren, aber durch eine Unterschrift einigte man sich auf bestimmte Verhaltensweisen, glaube ich. Vielleicht erzählen Sie mal von den Erfahrungen. Also wir haben in der letzten Koalitionsvereinbarung gesagt, wir wollen Integration verbindlicher gestalten, weil wir gemerkt haben, was wir eben auch hörten, es gibt Angebote, Kindergarten, Sprachkurse, Integrationskurse des Innenministeriums, aber das ist nicht verpflichtend. Außer denjenigen, die im Rahmen des Familiennachzugs nach Deutschland kommen, Ehegattennachzug, dort haben wir die Verbindlichkeit, die deutsche Sprache vorher ein Stück zu lernen und dann hier am Integrationskurs teilzunehmen. Und als ich das gesehen habe, dann habe ich gesagt, diese Beliebigkeit, das möchte ich beenden. Und wir haben uns dann auf Integrationsvereinbarungen verständigt. Das heißt, wenn jemand hier in Deutschland ist, dann war das damals in 18 Städten erprobt, an 87 Beratungsstellen, dann kann die Betreffende in einer Beratungsstelle erstmal klären, was bringe ich mit. Kann ich Deutsch bruchstückhaft oder überhaupt nicht? Also, wie sieht es mit dem Deutschkurs aus? Wann kann ich mit dem Deutschkurs beginnen? Nicht irgendwann, in einem Jahr vielleicht oder in zwei, sondern so schnell wie möglich. Wie sieht es mit dem Kindergartenplatz aus? Ist der in der Nähe da und geht das Kind auch wirklich in den Kindergarten? Was ist mit einer Ausbildungsmöglichkeit? Wird die wahrgenommen? Wenn ja, welche? Und dass man das auch nicht einmal diskutiert, nach dem Motto, gut, dass wir mal drüber gesprochen haben, sondern dass man sich darauf auch verständigt. Und die Integrationsvereinbarung hat zum Ziel, solche Punkte, die dann zu machen sind, um das, was nachzuholen ist. Diese Punkte sind festgehalten worden, beide Seiten, die Migranten und in dem Fall die Beratungsstelle, haben das unterschrieben. Dann musste genauso die Beratungsstelle dafür gerade stehen, dass der Deutschkurs da ist, genauso dafür gerade stehen, dass sich jemand darum kümmert, dass ein Ausbildungsplatz da ist. Aber der Migrant sagte selbst, für uns ist das hilfreich, weil wir damit ernst genommen werden, auf Augenhöhe. Und jetzt setze ich das mal fort, was Herr Koopmann sagt. Diese unterschriebene Integrationsvereinbarung, wenn sie nachher erfüllt wird, Schritt für Schritt, könnte doch so ein Anreizsystem auch bilden, dass man sagt, diejenigen, die jetzt einen solchen Prozess nachvollziehbar durchlaufen haben, wo ich auch sagen kann, das ist erfolgt und das ist erfolgt.
denen geben wir bessere Chancen noch in unser Land, weil wir sehen, sie haben sich angestrengt, sie wollen sich hier einbringen, sie sagen Ja zu Deutschland. Und ich glaube, die 4000 Integrationsvereinbarungen und die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, sind eine enorme Chance für uns, jetzt im Bereich der Integration voranzukommen. Integration von Anfang an. Und ich verrate Ihnen jetzt noch eines, was ich nicht erwartet hatte bei den Integrationsvereinbarungen. Auf einmal in den Städten, wo wir es gemacht haben, auch bei dir in Nürnberg, Frieser, haben wir gesehen, die Vernetzung zwischen den einzelnen Stellen, die klappt noch nicht so ganz gut. Die Ausländerbehörde, diejenigen, die die Integrationskurse bereitstellen, die Beratungsstellen, viele, die ehrenamtlich tätig sind, die zusammenzubringen an einen Tisch und statt unkoordiniert und zufällig zu arbeiten, miteinander verzahnt, das, glaube ich, ist in der jetzigen Zeit bei der großen Zahl von Menschen, die es zu integrieren gilt, ungemein wichtig. Also diesen Doppeleffekt hätte ich gerne hier in Deutschland durch die Integrationsvereinbarung. Ungemein wichtig, aber auch ungemein schwierig. Und wenn ich mir das erlauben darf, ich glaube auch ungemein weit weg, weil noch schaffen wir ja nicht mal die Registrierung. Also den Zweifel habe ich nicht. Denn wenn Sie 4.000 geschafft haben im Rahmen eines solchen Modellprojekts und sehen, es kann funktionieren, dann haben wir ja nicht nur eine vage Idee, die irgendwo im Raum schwebt, nach dem Motto, ist alles viel zu kompliziert, sondern wir haben praktische Erfahrungen. Und die praktischen Erfahrungen sprechen dafür, es ist umsetzbar, es hilft und es schafft auch auf der kommunalen Ebene eine viel bessere Effektivität bei der Zusammenarbeit. Also die operative Ebene wird gestärkt. Und ich möchte nicht 2 Jahre warten, bis wir das jetzt noch mal erprobt haben, sondern ich möchte darauf aufbauen, was wir an Erfahrungen haben. Okay. Vielen Dank, Frau Böhmer. Frau Schuh, Ihnen gebührt die Ehre der letzten Frage, bevor wir dann öffnen. Herr Krings, darf ich Sie noch mal um Blickachse bitten? Vielen Dank, entschuldigen Sie. Sie haben in Ihrem Migrationsbericht 10 Kernbotschaften formuliert und eine, finde ich, ist an diesem Ort besonders gut aufgehoben, weil Sie da von einer Bringschuld der Politik sprechen. Der Sachverständigenrat beschreibt ja, dass Politik manchmal nur nachvollzieht, was in der Bevölkerung längst angekommen ist. Ich glaube, ein Stichwort, damit wir alle wissen, was gemeint ist, könnte Homo-Ehe sein. Mit Blick auf Zuwanderung sei es aber genau umgekehrt. Da haben sich die Gesetze und Richtlinien schon geändert, Stichwort Einwanderung. Wanderungsmöglichkeiten, ohne dass die Bevölkerung hinterhergekommen ist. Wie genau meinen Sie das und was wünschen Sie sich von der Politik? Ja, es ist ja schlicht so, dass wir in den vergangenen Jahren eine deutliche Liberalisierung vieler Einwanderungsgesetze, sage ich jetzt mal schlicht, gehabt haben, dass das aber in der Bevölkerung weitgehend unbekannt ist und nicht nur in der Bevölkerung, das wissen auch manchmal Fachleute noch nicht ganz genau. Und damit einhergehend ist einfach auch dieser Bewusstseinswandel, Deutschland ist jetzt ein Einwanderungsland, der ist einfach noch nicht überall angekommen. Also ich glaube, das dauert natürlich. Wir haben ja auch lange genug andere Signale aus der Politik gehört, wo es eben hieß, wir sind kein Einwanderungsland, jetzt hat die Politik umgeschaltet, die Gesetze haben sich verändert, aber eben noch nicht alle Menschen sind da mitgenommen worden und auch die Fakten oder sind noch nicht allen bekannt, aber auch zum Beispiel eben wichtige Informationen, eben was den demografischen Wandel betrifft, was es überhaupt heißt, ein Einwanderungsland zu sein und wie sich Zuzug zusammensetzt. Das sind Dinge, die sind, da gibt es wirklich noch ein großes Informationsdefizit und damit auch vielleicht auch ein Debattendefizit. Also man sieht es ja, manchmal bei Pegida die Demonstrationen, die Schlagworte hört, das ist oft Fehlinformation. Die Leute wissen einfach nicht ganz genau, wie der Sachverhalt ist. Da gehört eben Aufklärung hin, da müssen Fakten geliefert werden und da muss auch geworben werden dafür. Und ich glaube, das ist so ein Fall, da ist Deutschland in gewisser Weise jetzt weiter und muss es sozusagen von der Mentalität müssen wir da noch ein bisschen nachholen. Vielen Dank, Frau Schuh, Ihnen allen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Jetzt sind wir gespannt auf Ihre Fragen. Ich sehe zunächst diese 3 Herrschaften. Bitte fangen Sie doch an. Die, wenn Sie sich kurz vorstellen, wäre das toll. Und Sie sehen, die Mikrofone stehen in den Gängen. Vielen Dank. Ja, Volker de Wiel von der Allianz. Ich fand das eine sehr interessante Diskussion und möchte aber aus Sicht der Wirtschaft das noch ein bisschen erweitern.
Wir sehen, dass Automatisierung und Digitalisierung in den nächsten Jahren sehr viele unserer Jobs wegfallen lassen wird. Und viele weitere Jobs werden einfach neu sein, die wir neu schaffen oder umbauen müssen. Und dafür brauchen wir in der Bevölkerung auch ganz neue Arten von Skills. Und da sehen wir nun, dass sowohl unsere eigene Bevölkerung, ich sage mal im Alter zwischen 40 und 60 oder 70, diese Skills genauso wenig hat wie die Zuwanderer oder Flüchtlinge, die gerade zu uns kommen. Und genug junge Leute haben wir nicht, trotz der kleinen Verbesserungen in den Geburten, die das übernehmen können. Und jetzt ist meine Frage, insbesondere an die drei Abgeordneten, die wir hier ja haben. Haben Sie sozusagen ein Masterkonzept schon im Kopf für die nächste Legislaturperiode, wie wir für Zuwanderer und diejenigen in Deutschland, wie wir dieses demografische Problem sozusagen gemeinsam angehen können mit neuen Skills, neuen Jobs? Vielen Dank. Dankeschön, Herr de Riel. Diese Frage übergeben wir jetzt. Ich freue mich, dass ich jetzt auch mal nach links gucken darf, an Herrn Frieser, den Demografiebeauftragten, der jetzt mit in der Antwortrunde ist. Ich versuche es auch wirklich nicht zu lange zu machen und freue mich, dass Sie etwas Beweglichkeit bekommen auf Ihrem Sitz soweit. Aber wir wollten ja ganz bewusst dieses Panel in diese Richtung ausstrahlen. Sie haben natürlich vollkommen recht. Es wird sich auch der Arbeitsmarkt nicht einfach so ohne weiteres einer Welt anpassen. Da muss sich dann schon derjenige, der den Arbeitsplatz sucht, anpassen. Und die entscheidende Frage ist genau diese Form der Flexibilität, der Anpassungsfähigkeit mitzugeben. Daran arbeiten wir ja unglaublich in unserem gesamten Bildungsvorgang, Kindern beizubringen, Jugendlichen beizubringen, Auszubildenden beizubringen, wie sie sich selber in die Lage versetzen können, tatsächlich dann auf diese Herausforderung zu reagieren. Günter Grings hat es vorhin gesagt, 18 Millionen Jobs in den nächsten 15 Jahren gehen uns, ich sage es ganz unspektakulär, flöten, aufgrund des von uns gewollten Digitalisierungswandels. Und auch das ist die Wahrheit des demografischen Wandels. Das heißt, die Politik, da muss man jetzt ganz ehrlich sein, hat nur wenig Möglichkeiten, dort wirklich einzugreifen, denn wir können allenfalls Rahmenbedingungen, was wir über die Frage Bildung, Forschung, Wissenschaft wirklich tun. Sie wissen, wovon wir reden, auch aus unseren Gesprächen heraus. Aber ganz ehrlich, muss natürlich schon derjenige, der auf diesem Weg ist, sich wandelbar halten, sich ständig vorbereiten. Eine Wahrheit des demografischen Wandels wird sein, dass nicht eine Woche Weiterbildung im Jahr reichen werden. Wir reden von Trimestern, wir reden von ganzen Zeiträumen, wo Menschen sich Auszeit nehmen müssen, um sich im Grunde auf einen neuen Job vorzubereiten, weil der Job, der nach der Ausbildung die nächsten 35 oder 40 Jahre durchgeht, der ist vorbei. Vielen Dank, Herr Frieser. Ein gelungener Einstand, würde ich sagen, in der Runde. Er zahlt. Ich darf Sie bitten, den Herrn neben Ihnen und dann Sie bitte, mein Herr. Ja, vielen Dank, Franz-Reinhard Habbel vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Einmal gefällt mir der Blick von Frau Böhmer, eine Doppelstrategie zu fahren, also auch die Länder in den Blick zu nehmen, die möglicherweise wieder Flüchtlinge zurücknehmen werden in den nächsten 10, 15 Jahren. Wir hoffen, dass das eher sein wird. Und sie jetzt dazu zu qualifizieren, dass sie dort auch ihre Ausbildung machen und vielleicht auch für die deutsche Wirtschaft den einen oder anderen Verbindungsweg dann aufbauen könnten. Aber meine Frage geht konkret an Herrn Koopmans. Wir haben gerade heute Eckpunkte vorgelegt, quasi für eine Residenzpflicht darüber zu diskutieren, auch gerade im ländlichen Raum, wollen die aber verkoppeln mit einem Attraktivitätsangebot, indem wir lokale Bündnisse für Integration und Arbeit sozusagen in den Gemeinden im ländlichen Raum etablieren, mit den Handwerkskammern, mit Kirchen, mit Wohlfahrtsverbänden, aber auch die Strukturförderung des Staates darauf zu konzentrieren, also in einer solchen konzertierten Aktion eine Strategie zu entwickeln, um eben Arbeitsplätze auch zu schaffen für die Menschen dort. Denn Arbeit neben Sprache ist natürlich der entscheidende Faktor für Integration und uns bewusst sozusagen mit einem solchen Attraktivitätsprogramm auch aufstellen, um den Wegzug gerade der Leute aus dem ländlichen Raum, dann der Flüchtlinge in die Ballungszone, das ist ja hier heute auch diskutiert worden, abzumildern. Und da bräuchten wir auch natürlich die Unterstützung des Bundes, der Länder, eine solche Strategie umzusetzen, wie Sie das beurteilen. Vielen Dank. Ja, das scheint mir eine ganz gute Idee.
ganz in meinem Sinne von positiven Anreizen, aber Anreizsysteme haben immer zwei Seiten. Also es muss auch die negativen Anreize geben. Also es muss auch, muss dann auch geklärt werden, was tut man mit den Leuten, die solche Angebote nicht annehmen. Und die letztendlich, also es muss auch nicht unbedingt die Schuld der Menschen sein. Es kann auch sein, dass Leute einfach nicht die Qualifikationen, die Fähigkeiten haben, die hier auf den Arbeitsmarkt gefragt werden. Auch Leute, die sich anstrengen, finden vielleicht letztendlich keinen Job hier. Aber ich glaube, es muss einerseits die Bereitschaft sein, wie in solchen Programmen, Leute, die einen Erfolg machen von ihrem Verbleib in Deutschland, zu belohnen. Aber man muss dann auch bereit sein, Konsequenzen zu ziehen. Natürlich erst, wenn die Situation in den Herkunftsregionen das auch zulässt. Aber dann auch zu sagen, die Leute, die es nicht schaffen, aus welchem Grund denn auch, sich hier erfolgreich zu integrieren, werden irgendwann auch zurückgehen müssen. Das ist die andere Seite der Medaille. Dankeschön, Herr Koopmans und Herr Habbel, Ihr Nachbar und dann der Herr hier vorne. Bitte. Achso, Sie hatten sich nicht gemeldet. Die Dame war das, verzeihen Sie. Wie konnte ich Sie verwechseln? Schönen guten Tag. Kommt vor Europe. Ich war früher auch im Wirtschafts- und Sozialministerium tätig, bin jetzt aber freiberuflich viel auch in der Entwicklungshilfe engagiert, bin aber auch ausgebildete Demografieberaterin und beschäftige mich natürlich mit dem Thema schon länger. War eine Zeit lang auch in der Region von Herrn Strobel und Herrn Kauder ansässig. Und habe dort festgestellt, dass in vielen Gemeinden auch dort dieses Thema demografischer Wandel sowohl in den Kommunen als auch in den eigentlich sonst sehr berühmten schwäbischen starken Mittelstandsunternehmen eben überhaupt gar nicht wahrgenommen wurden. Dann hat man versucht, als Arbeitskräfte aus Frankreich, aus dem Nachbarland anzuziehen, wo vielfach aus dem Elsass ja auch noch Sprachkompetenzen in Deutsch vorhanden war. Auch da gab es große Schwierigkeiten. Inzwischen bin ich wieder in Berlin und stelle fest, dass auch die Integration allein von Leuten aus Polen nicht wirklich funktioniert. Hintergrund bei meinen Analysen war, dass viele Arbeitgeber eben den Ingenieur aus Polen bei gleicher Qualifikation, bei genau gleicher Tätigkeit deutlich schlechter bezahlen. Und irgendwann merken diese Leute das und gehen dann wieder in ihre Heimat zurück. Ich glaube, da ist auch die Politik vielleicht noch mal gefordert zu gucken, inwieweit man vielleicht mit den Tarifpartnern auch noch mal spricht, dass also solche Ungleichbehandlungen am Arbeitsmarkt nicht stattfinden. Und ich sehe da eben auch das Risiko, gerade durch die große Anzahl der wenig qualifizierten Flüchtlinge, dass da natürlich auch große arbeitsmarktpolitische Risiken bestehen, gerade in der Verdrängung derjenigen, die auch in Deutschland zu den nicht so qualifizierten gehören. Und ich glaube, da sind auch wichtige Aspekte zu gucken, wo können wir Qualifizierung finden, um diese Perspektive, die ich eigentlich heute seit langer Zeit das erste Mal so deutlich ausgesprochen von der Politik höre. Also großes Lob an Frau Staatssekretärin Böhmer und auch an Sie, Herr Krings, dass Sie darauf aufmerksam gemacht haben, dass es wichtig ist, auch nicht nur egoistisch zu denken, wir haben ein Demografieproblem, sondern eben auch zu gucken, wie können wir vielleicht diese Leute qualifizieren, wieder in ihr Land zurückzugehen, dort aufzubauen und durch die Kontakte zur deutschen Wirtschaft auch deutschen Unternehmen, die im Ausland aktiv sind, auch wiederum Chancen dann in ihren Heimatländern zu bieten. Da würde mich Ihre Einschätzung dazu interessieren. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Langer. Ich glaube, Sie haben vorwiegend Frau Böhmer angeschaut, ne? Ja. Also ich glaube, dass wir im Denken sozusagen jetzt an einem Wendepunkt sind, wenn es um die Frage geht, wo führt die Flüchtlinge der Weg hin? Und ich war in Flüchtlingslagern in der Türkei und auch in Jordanien und habe gesehen, wie stark doch die Bindung auch der Betreffenden ist, in ihrer Region zu bleiben. Und dass sie auch motiviert sind, etwas für ihr Land wieder zu tun. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir
sowohl bei den Flüchtlingen, die hier sind, an diese Qualifizierung denken, aber auch bei denjenigen, die in den Nachbarregionen von Syrien und im Irak und selbst in den Ländern selbst in der Flüchtlingssituation sind, dass wir ihnen Unterstützung geben. Das heißt auch, wir müssen alles daran setzen, dass die Bildungssituation der Kinder, die in Flüchtlingsfamilien leben oder auch in Flüchtlingslagern in der Türkei, im Libanon, in Jordanien, dass die gegeben ist. Das heißt auch durch finanzielle Mittel von unserer Seite. Wir müssen ihnen eine Bleibeperspektive geben, indem wir auch in Ausbildung dort investieren. Das muss jetzt nicht eins zu eins die deutsche berufliche, das duale System sein, aber Qualifikation zu vermitteln. Und das, was ich dort auch erlebt habe, ist Beispiel die Deutsch-Jordanische Universität in Amman. Dort haben wir 4.000 Studenten, die sowohl hier in Deutschland zeitweise studieren, als auch dort. Und darunter auch syrische Studenten. Die wären ideal, wenn es um einen Wiederaufbau geht. Und wenn wir alles jetzt daran setzen, dass dieser Bürgerkrieg jetzt nicht morgen beendet sein wird, aber in absehbarer Zeit, so haben wir auch die Verpflichtung dafür zu sorgen, dass Menschen in der Lage sind, ihr Land wieder aufzubauen und auch Führungsaufgaben dann zu übernehmen. Und das ist etwas, was wir sehr unterstützen vom Auswärtigen Amt und von Seiten der Bundesregierung, vom BMZ. Vielen Dank, Frau Böhmer. Vielen Dank, dass Sie sich schon auf den Weg gemacht haben. Mein Name ist Michael Alimadi. Ich bin vom Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat. Ich wollte sagen, dass ich die These von Herrn Koopmans teile im Sinne von Anreizsysteme schaffen. Auf der anderen Seite teile, was ich aber nicht teile, ist die Defizitperspektive zu prognostizieren, dass sehr viele in die sozialen Sicherungssysteme abwandern würden. Warum? Wenn man sich eigentlich vergegenwärtigt, wer kommt denn tatsächlich an? Das sind junge Menschen, die mit viel Hoffnung kommen, die haben sozusagen durch den Weg, den sie eingeschlagen haben, sehr viel Belastbarkeit, Beharrungsvermögen, Überlebenswille gezeigt, und das haben sie sicherlich psychologisch nicht dafür getan, um hier in die sozialen Sicherungssysteme zu wandern. Deswegen müsste man eigentlich sich überlegen, wie eröffnet man diesen Menschen so schnell wie möglich Chancen, damit ihre Motivation tatsächlich Früchte trägt. Wenn man Menschen, die ein Trauma der Flucht erlebt haben, natürlich 2 Jahre lang keine Perspektiven schafft oder sie diese Perspektiven nicht erkennen, also diese Türen nicht kennen, dann passiert das. Also insofern sollten wir uns wirklich darum bemühen zu sagen, ja, wie schaffen wir es, dass wirklich diese Motivation erhalten wird. Vorgestern war eine junge syrische Frau bei mir, 19 Jahre alt, und sie erzählte mir, sie sei eben seit 2 Jahren hier und sie würde so gerne etwas machen. Aber sie hätte nichts zu tun. Sie würden nicht mal einen Raum finden, sich zusammenzutreffen und so weiter und so fort. Und dann habe ich hatte leider nicht so viel Zeit und das ist auch nicht meine Kernaufgabe, aber ich habe zumindest Kontakt geschaffen und sie hat jetzt einen Raum und wird versuchen, eben eine Art Selbsthilfegruppe dann einzurichten. Und das müsste wirklich der Weg erstmal sein und dann, glaube ich, haben wir eben auch die Chance, die Abwanderung in die sozialen Sicherungssysteme zu vermeiden. Hinzu kommt natürlich, dass den verschiedenen Bildungsträgern eine große Herausforderung ins Haus steht, die Bildungssysteme so zu flexibilisieren, dass sie auch geringer Qualifizierten die Möglichkeit einräumen, sich qualifizieren zu können. Das ist ja natürlich auch, wenn man von vornherein sagt, ja, wenn sie keine formalen Papiere nachweisen können, haben die überhaupt schon mal Schwierigkeiten, in die Bildungsstätten zu kommen. Und dann setzt sich die Maschinerie, die sie dann prognostizieren, fort. Und da muss natürlich das System, und das ist eigentlich auch die Chance für Deutschland, dass durch sozusagen diese Art der Zuwanderung
wir uns eben sehr stark flexibilisieren müssen und auch enger verzahnt. Da kann ich nur unterstreichen, was Frau Professor Dr. Böhmer gesagt hat. Alle Ebenen, die, also bundesstaatliche Ebene, Länderebene, aber auch die verschiedenen kommunalen Ebenen müssen besser verzahnt werden, müssen flexibler reagieren und nicht nur sozusagen nach der Schablone des Rechtes gucken, die das jetzt eben vorherrscht. Vielen Dank, Herr Animadi. Sie haben meinen Nachbarn sehr zur Antwort animiert. Animadi, vielleicht kann Herr Kobmann das ja noch ergänzen. Ich wollte es um eine politische Variante erweitern. Der Punkt ist schon der, das klingt gut. Menschen sind auf der Flucht, weil sie eine unglaubliche Motivation spüren. Deutschland ist ein Sehnsuchtsland als Fluchtort. Und der Mensch, das müssen wir sagen, ist ein Gewohnheitstier. Das heißt, wenn er sein Ziel erstmal erreicht hat und die Anreize, und wir reden sehr viel im Vergleich vor allem mit anderen über Fehlanreize in diesem Land, dann verlässt man sich eher mal auf den Anreiz, dieses Land wird für mich schon sorgen, als eher darüber, dass man sagt, jetzt bin ich da und jetzt kann ich aber wirklich in die Vollen greifen. Also das gilt alles nicht pauschal für jeden, aber ich will nur Ihrem Argument etwas entgegentreten, zu sagen, automatisch ist jeder, der eine Flucht hinter sich hat, sofort derjenige, der auch Motivation für den Rest des Lebens mit sich spürt. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, die Eigeninitiative zu stärken, die Rahmenbedingungen schaffen, was wir manchmal als Jobmaschinerie haben, den Selbstständigen, den Kleinstbetrieb, denjenigen, der am einfachsten sofort im Grunde tätig werden kann, tut sich in diesem Land schon manchmal sehr schwer, wenn es um Gewerbeerlaubnis und wenn es um sonstige Zertifikate und Ähnliches geht. Also an dieser Stelle auf Flexibilität setzen, damit jemand nicht erst in eine große Maschinerie muss, sondern dass, wenn er Motivation hat, bevor er eine soziale Hängematte spürt oder erahnen könnte, es tatsächlich tun kann. Ich freue mich ganz besonders, da hinten sitzt mein Freund Stefan Stracke, Bundestagsabgeordneter, Obmann im Ausschuss für Arbeit und Soziales, wo es genau um diese Rahmenbedingungen geht, zu sagen, an welcher Stelle können wir wann und wo noch die Rahmenbedingungen setzen, damit diese Initiativkraft, diese Motivation tatsächlich nicht verloren geht. Aber Herr Gummans, verzagen, ich habe Sie da. Ja, ich bin ganz mit Ihnen einverstanden, dass man davon ausgehen kann und muss, dass die meisten Leute, die als Zuwanderer, nicht nur als Flüchtlinge zu uns kommen, dass das Leute sind mit einer hohen Motivation, mit einer hohen Risikobereitschaft. Im Allgemeinen ist Zuwanderung sowieso positiv selektiert. Also die Leute, die zuwandern, sind immer die Leute mit einer höheren Motivation und meistens auch mit höheren Qualifikationen. Aber die Erfahrung lehrt schon, dass gerade Wohlfahrtsstaaten schaffen, innerhalb kürzester Zeit diese Motivation von Zuwanderern zu unterwandern und oft auch wohlgemeint sozusagen Leute, die hochmotiviert hierher kommen und etwas von ihrem Leben machen wollen, innerhalb kürzester Zeit in abhängige Wesen als hilfebedürftig zu definieren. Das passiert natürlich in den USA nicht. Da bist du auf dich selbst gestellt, musst es selbst retten und wird natürlich die Motivation sozusagen mit Anreizen sozusagen wachgehalten. Wir müssen jetzt nicht entscheiden, den Wohlfahrtsstaat abzuschaffen und wie die USA zu werden, um Gottes Willen nicht. Aber wir müssen schon diese demotivierenden Mechanismen, die im Wohlfahrtsstaat wirksam sind, entgegensteuern. Und da muss man dafür sorgen, dass die Leute, die durch ihre Motivation etwas schaffen, auch belohnt werden und dass sie auch sehen, dass andere, die mit ihnen zugewandert sind und sie sich nicht anstrengen, dass die diese Belohnung nicht bekommen oder dass die nicht das Bleiberecht bekommen. Also nur durch solche Anreize kann man die Motivation belohnen und wachhalten. Dankeschön, Herr Kobmanns, Herr Frieser auch. Frau Schuh, Sie schauen mich so an, Sie wollen es noch ergänzen, ne? Ja. Ja, ich würde gerne nur vor dem Hintergrund daran erinnern, dass ja lange Zeit Asylbewerber oder Flüchtlinge auch nicht die gleichen oder besonders gute Möglichkeiten hatten, im Sinne eines strukturellen Zugangs eben direkt auf die Arbeitssuche zu gehen. Da ist ja sehr erfreulicherweise eben dieser frühere Zugang zum Arbeitsmarkt jetzt eröffnet worden. Also das sind strukturelle Voraussetzungen, die braucht es ja dann einfach auch, damit die Leute, wie Sie sagen, die hochmotiviert kommen, dann auch Zugangsmöglichkeiten haben und ihre Qualitäten und Qualifikationen einbringen können. Und vor dem Hintergrund ist es eben auch wichtig, dass man die Integrationskurse
diese Angebote geöffnet hat. Denn es ist ja nicht so, dass die meisten das nicht wahrnehmen wollen, sondern manche konnten sie ja lange nicht wahrnehmen, selbst wenn sie gewollt hätten. Also man braucht ein Angebot und in der Tat, dann muss man auch sagen, ja, wenn ihr das nicht nutzt, dann ist es auch ein Stück weit euer Problem. Mhm. Ich habe noch drei Wortmeldungen. Vielleicht darf ich Sie mit Blick auf die Uhr bitten, dass wir die bündeln. Manchmal gibt es Synergieeffekte und zwar, es ist eine reine Herrenrunde. Die beiden da hinten und der Herr hier vorne. Dann fange ich mal an. Alexander Scholz von der Deutschen Welle. Frage an Herrn Frieser und Herrn Krings. Ich überlege jetzt gerade, was ich mitnehme. Also am Anfang wurde uns gesagt, die Flüchtlinge können die demografische Frage, das Problem nicht lösen, weil sie für den Arbeitsmarkt eigentlich nicht geeignet sind. Das war so der Tenor Ihrer ersten Reden. Und das ist auch, wir wissen noch nicht alles, aber das war jetzt nachvollziehbar. Am Ende kommt jetzt aber doch raus, ach, mit ein bisschen Kurse hier, ein bisschen Vorlesen da, geht das dann doch alles. Dann kriegen wir die doch in den Arbeitsmarkt. Also das kriege ich im Moment nicht zusammen und mir fehlt auch in der Diskussion immer noch der Punkt, dass wir einen Anteil in dieser Bevölkerung haben, die schon in Ghettos leben mit einem sehr hohen Migrantenanteil, wo die Integration schon jetzt nicht funktioniert hat. Also müsste man nicht, das ist eine Überlegung, die ich immer ganz häufig höre, müsste man nicht, dass das Problem erstmal lösen, um das andere dann angreifen zu können. Also ist das nicht im Moment einfach zu viel? Wie will man das lösen? Dankeschön, Herr Scholz. Sie, dann bitte nehmen Sie doch schon. Und der Herr hinten springt noch ein in die Lücke. Ne? Danke. Ja, bitte. Mhm. Guten Tag, Janusz Goldschmidt mein Name. Ich bin Doktorand in Physik in Potsdam und Aberdeen und bin hier auch nur aus privaten politischen Interesse. Und meine Frage richtet sich in erster Linie an Dr. Krings und Dr. Böhme. Sie haben die Attraktivität Deutschlands angesprochen, sich da aber in erster Linie darauf beschränkt, die geringen Arbeitslosigkeitszahlen anzusprechen. Es gibt ja noch andere Attraktivitätsmerkmale, wie zum Beispiel Entlohnung. Und in dem Falle wäre anzusprechen Unterbeschäftigung, die immer noch bei 15% liegt. Daten des Statistischen Bundesamts. Und wir haben immer noch eine ziemlich große Auswanderung, auch von Deutschen aus Deutschland weg, gerade Hochqualifizierte. Und meine Frage, die sich stellt, wie stellen Sie es sich vor, dass man nicht nur einheimische Deutsche, junge Deutsche dazu animiert, zum Beispiel mehr Kinder zu bekommen, andererseits auch Arbeitskräfte, welche die Möglichkeit haben, in die USA zu gehen, wo es bedeutend höhere Gehälter gibt, dazu zu animieren, sich hier niederzulassen, auch hier Kinder zu bekommen und nicht zurückzugehen. Vielen Dank, Herr Goldschmidt. Nochmal eine ganz andere Facette. Und als letzter heute in der Runde der Herr hinten rechts. Genau. Patrick Müller, Studierender der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung. Meine Frage geht in eine ganz andere Richtung. Wir haben jetzt ganz viel über Flüchtlinge auch gesprochen. Ich wollte zur Zuwanderung allgemein auch für den öffentlichen Dienst was fragen. Es geht wahrscheinlich am ehesten an Herrn Krings. Der Fachkräftemangel hat ja auch die öffentliche Verwaltung erreicht. Redet ja auch immer viel von War of Talents. Und auch der demografische Wandel ist ja da nicht abzustreiten. Die Überalterung der öffentlichen Verwaltung liegt halt auch vor. Und da wollte ich halt nur fragen, ob es als notwendig angesehen wird, auch hier im Bereich der öffentlichen Verwaltung über Zuwanderung, / Einwanderung, den Personalbedarf, der auch weiterhin existiert, zu decken, ob da irgendwelche Maßnahmen in diese Richtung getroffen werden sollen, irgendwas Spezielles geplant ist oder wie man dem demografischen Wandel speziell in der öffentlichen Verwaltung begegnen möchte. Danke. Dankeschön, Herr Müller. Das knüpft dann auch ein bisschen an das, was Frau Böhmer gesagt hat, was schön wäre und wo ich meinte, da brauchen wir vielleicht mehr Leute oder geht das denn? Vielen Dank für diese letzte Runde. Es waren vorwiegend die Politiker angesprochen. Herr Krings, wollen Sie den Anfang machen? Gerne, von allen in irgendeiner Form angesprochen worden. Ich versuche es kurz zu machen. Herr Müller, ich fange mal von hinten an. Zuwanderung und öffentlichen Dienst, unmittelbar gibt es da keine Konzepte, dass wir sozusagen unmittelbar aus Indien sozusagen unsere IT-Experten anwerben, das wäre im Einzelfall durchaus denkbar, aber ich glaube, was stärker ein Thema ist, ist Migranten für den öffentlichen Dienst zu werben. Da gibt es Erhebungen, die wir zurzeit machen, aus dem Innenministerium heraus, auch in anderen Ressorts. Das wird bei uns ein bisschen koordiniert. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Hat es eben auch aus Gründen Nachwuchsgewinnung, aber eben auch den öffentlichen Dienst vielfältiger zu machen, ist auch ein Eigenwert, glaube ich. Bei der Polizei ist es ganz offensichtlich zum Beispiel, auch der kulturelle Kompetenz zu steigern. Insofern ist das schon ein Thema, eher aber längst mit dem Fokus Migranten, die schon bei uns leben,
auch stärker dafür zu interessieren, weil die denken eben oft doch eher als Letztes an den öffentlichen Dienst und dann eher an andere Beschäftigungsmöglichkeiten. Und da müssen wir eben werben, weil wir haben das Problem auch generell im demografischen Wandel. Und ich persönlich glaube auch, bin überzeugt, dass wir auch nochmal anschauen müssen, auch wie der öffentliche Dienst entlohnt. Wenn ich mir einzelne Bundesländer angucke, also Nordrhein-Westfalen, ich bin selbst Jurist, ist es zurzeit nicht mehr attraktiv, Richter oder Staatsanwalt zu werden. Da wird die Justiz kaputt gespart, finde ich. Das ist in manchen Ländern weniger schlimm, im Bund auch noch weniger schlimm, aber es ist nicht mehr so, dass wir Situationen haben, wo die Menschen Schlange stehen für einen Job im öffentlichen Dienst, weil eben die Jahrgänge kleiner werden und andere Angebote in den jetzigen Arbeitsmarktzeiten jedenfalls auch da sind. Das ist auch ein Thema, was die Länder angeht. Herr Goldschmidt fragte nach der Attraktivität. Deutschland ist ein Riesenthema, da könnten wir jetzt eine ganze Abend drüber diskutieren. Ich glaube, wenn es um das Thema, wie gut wird bezahlt, geht, da ist es, glaube ich, aus gutem Grund so, dass der Staat nicht in die Lohnfindung der privaten Wirtschaft eingreift. Im öffentlichen Dienst habe ich was anderes gesagt, da muss er selbst schauen, dass er attraktiv genug ist. In der privaten Wirtschaft hat er das beim Mindestlohn gemacht, da ist es vielleicht in Ordnung, aber das ist nicht das Lohnsegment, an das Sie denken. Ich glaube, der Staat ist dafür da, Rahmenbedingungen zu setzen. Und ich glaube, da müssen wir auch da gut drüber sprechen. Wir haben ein Steuersystem, was deutlich besser ist als sein Ruf. Wir zahlen zwar eine ganze Menge an Einkommensteuer, aber andere Steuern sind durchaus okay. Man muss nicht sozusagen in eine teure Grundsteuer zahlen, damit man gute Schulen hat, zum Beispiel in Amerika. Also ich glaube, wir haben allen Grund, mit erhobenem Haupt auch in diesen Wettbewerb einzutreten. Aus dem Grunde ist ja durchaus auch so, dass viele, die, wie ich das mal in ganz kurzer Zeit gemacht habe, vielleicht auch länger als ein Jahr, in die USA zum Beispiel gehen oder anderswohin, durchaus gerne viele von denen, nicht alle, wieder zurückkommen. Wo das nicht passiert, liegt es teilweise auch an bestimmten Branchen. Wir haben leider erfolgreich große Teile der Forschung, oder nicht große, kleinere Teile der Forschung vertrieben, wenn es um Biotechnik geht oder andere Geschichten. Das ist immer ein Spezialthema, aber wir sind attraktiv und der Staat muss weiter daran arbeiten, Rahmenbedingungen über Infrastruktur, über Steuerrechte und so weiter zu setzen, dass wir das bleiben. Lohnfindung und die Höhe der Löhne, da sollte der Staat sich mit ein paar Ausnahmen vielleicht abgesehen möglichst raushalten. Und die erste Frage, Herr Scholz, das ist natürlich jetzt eine Grundsatzdebatte der Asylthematik. Das Leben ist eben nicht so, dass wir jetzt sagen können, alles mal auf Stopp beim Thema Asyl. Jetzt müssen wir mal 3 Jahre lang auf Asylzuzug verzichten und lösen erstmal das richtig beschriebene Problem von Ghettoisierung, die wir auch in den Städten haben. So funktioniert es eben nicht. Wir müssen eben alles gleichzeitig anpacken. So ist das eben in der Politik. Und ich gebe gern zu, da haben wir natürlich komplexere Botschaften, als zu sagen, das ist keiner qualifiziert oder das ist alles gar kein Problem. Ich glaube, wir haben einen Teil von Zuwanderern, auch der humanitären Migration, die relativ schnell in Lohn und Arbeit gebracht werden können. Das ist der deutlich geringere Teil. Manche sprechen von 10%. Ich würde mich auf eine Zahl dann nicht festlegen. Und dann gibt es gerade, weil wir so viele junge Menschen haben, natürlich die Chance der Qualifizierung. Je jünger die Menschen sind, die zu uns kommen, desto einfacher ist das. Extrembeispiel, die schöne Geschichte bei YouTube lief die letztens, wo ein Kind gefragt wird, ein deutsches Kind, du bist doch im Kindergarten, habt ihr da auch schon Flüchtlinge im Kindergarten? Das Kind sagt, Flüchtlinge im Kindergarten, wir haben nur Kinder. Ja, also wenn wir Kinder mit 3, 4 Jahren kommen, die werden natürlich das ganze Schulsystem durchlaufen müssen. Und da habe ich gar keinen Grund anzunehmen, warum die nicht, wenn sie 18, 19 sind, Ausbildung, Studienplatz anfangen und warum sie nicht mit 25 oder Ende 20 in einen guten Job hineinkommen. Insofern ist die Wahrheit sehr viel differenzierter und wir müssen leider beides gleichzeitig tun, Ghettoisierung bekämpfen, als Stichwort jetzt für auch andere Probleme, die dahinter hängen, und Qualifizierung hinzubekommen. Und ganz klar, wir werden es nicht bei allen schaffen. Insofern ist der Ansatz zu sagen, es muss auch Belohnung geben, es muss auch eine Möglichkeit bei der GfK, also schwierig, aber bei den subsidiär Schutzberechtigten, das will nicht zu juristisch werden, letzter Gedanke, kann man eben in der Tat schauen, und das machen wir jetzt auch schon, da muss der Lebensunterhalt gesichert werden und sonst kann ich kein dauerhaftes Bleiberecht aussprechen an der Stelle. Insofern ist eben die Antwort sehr viel differenzierter. Es gibt ganz verschiedene Gruppen und ganz verschiedene Einzelschicksale sozusagen und insofern muss auch passgenau die Antwort darauf ausfallen. Vielen Dank. Es blieb, glaube ich, noch offen die Frage von Herrn Scholz, was tun, wo es nicht funktioniert hat. Frau Böhmer, vielleicht ist das noch was für Sie. Also ich atme jetzt mal tief durch, weil ich glaube, dass wir mehr lernen können aus Fehlern, als aus dem, was gut gelaufen ist. Und wir haben in der Vergangenheit bei Integration auch eine Menge Fehler bei uns selbst registrieren müssen. Wir haben Jahre gebraucht, bis wir im Zuwanderungsgesetz festgelegt haben, Integrationskurse. Wir haben heute ein gut ausgebautes System. Wir haben lange gebraucht, auch bis wir verstanden haben, wir brauchen dazu auch berufsbezogene Sprachkurse. Heute ein gutes System. Wir haben die Bundesagentur für Arbeit, die heute von interkulturellen Kompetenzen bei ihren Mitarbeitern spricht, was früher nie der Fall gewesen wäre.
und die heute sich ganz anders auf diese Gruppe der Flüchtlinge einstellen kann, als vielleicht noch vor 10 Jahren. Und wir haben Erfahrungen gesammelt mit der Anerkennung von Berufsabschlüssen, die wir seit 2012 jetzt geregelt haben. Wir wissen, wo wir es besser machen können und wo wir auch schneller werden können. Das, finde ich, müssen wir jetzt fruchtbar machen, und zwar möglichst schnell. Und deshalb habe ich auch in einigen Diskussionsrunden jetzt schon gesagt, ich möchte auch nicht immer, dass wir nur jammern über, wer ist denn eigentlich zuständig. Auch da haben wir Erfahrungen gesammelt. Wir haben einen nationalen Integrationsplan aufgelegt und den haben wir nicht mehr in der Beliebigkeit gelassen, sondern haben festgelegt, wer bis wann was zu machen hat. Bund, Länder, Kommunen, gesellschaftliche Gruppen. Ich bin der Meinung, das gehört jetzt auch in dieser Situation dazu, bei Flüchtlingen, dass wir klären, wer hat was zu machen und nicht wie ein Verschiebebahnhof, das geht, dass die Länder sagen, aber jetzt muss uns erst der Bund mehr Geld geben und dann fragen die Kommunen, wo kommt das Geld an, sondern dann müssen wir auch klären, was gemacht wird. Das zum einen. Das zweite ist für mich, wir müssen uns, glaube ich, sehr viel mehr damit befassen, dass Flüchtlinge nicht die Fachkräfte von morgen sind, sondern von übermorgen. Das heißt, wir müssen uns hier auf eine längere Strecke einstellen. Das heißt, wir werden im ersten Jahr sehr viel investieren müssen in Sprache, im zweiten stärker noch über ersten Berufseinstieg und dann brauchst du eine gewisse Zeit, bis die Qualifikationen stimmen. Und es gibt inzwischen auch die Ansätze, dass wir sagen, Erprobung und berufsbegleitend Sprache lernen, da ist vieles in Bewegung, was jetzt auf die Schiene kommen kann. Und das ist etwas, wo ich auch sage, Herr Kuppmann, Sie haben recht, wir müssen das verbinden mit Anreizen für Flüchtlinge. Das war einer unserer größten Fehler, glaube ich, das, was wir Menschen glaubten, abnehmen zu müssen, was aber dann dazu geführt hat, dass diese, ja, wir haben eben das Motivation genannt oder diese Bereitschaft, sich einzubringen und etwas zu leisten, darunter gelitten hat. Und das Dritte will ich noch einmal sagen zur Attraktivität von Deutschland. Wir leben in einer Welt der Mobilität. Und ich glaube, es ist heute für junge Leute ganz selbstverständlich, die einen gehen ein Jahr nach Australien, dann kommen sie wieder zurück nach Deutschland. Ich würde mir wünschen, dass auch ein paar aus Australien nach Deutschland kämen. Da müssen wir auch sehen, woran es liegt. Das ist auch ein Sprachfaktor. Aber es ist nicht so, dass man von vornherein sagt, ich bleibe ein Leben lang in diesem Land jetzt. Und das heißt, es gibt auch andere Faktoren, die reizvoll sind, außer Gehalt. Also wenn ich jetzt mal Wissenschaftler untereinander rede. Also es gibt für mich nichts Attraktiveres als in Deutschland ein Max-Planck-Institut. Sie haben die besten Forschungsbedingungen, da beneidet sie jeder Wissenschaftler in den USA drum. Und deshalb sage ich, lassen Sie uns die Stärken ausspielen, die wir haben. Und ich glaube, damit sind wir gut aufgestellt. Ganz herzlichen Dank, Frau Böhmer, Ihnen allen. Herzlichen Dank Ihnen, meine Damen und Herren, auch für die Fragen. Ich finde, wir haben über vieles Spannende gesprochen. Manches habe ich gar nicht erwartet. Wenn Sie sich erinnern, Herr Kauder machte den Auftakt mit japanischer Damenwäsche. Und wir haben auch über den SUV von Peter Struck gesprochen und über Herrn Krings. Mit Herrn Krings haben wir über Fehlgriffe bei der Partnerwahl gesprochen. Das waren alles Aspekte, die ich nicht erwartet habe, aber auch viel anderes war spannend. Eigentlich sollte Thomas Strobel das Schlusswort halten. Sie haben gesehen, der ist aber heute an diesem politisch sehr bewegten Tag nicht so lange in der Lage gewesen, hier bleiben zu können, wie er vielleicht gewollt hätte. Deshalb macht es jetzt Herr Frieser, der war die ganze Zeit dabei. Also deshalb, lieber Thomas, manchmal sind die Zeiten eben stürmisch und manchmal kann man sich das nicht aussuchen, was man alles machen muss. Vielen Dank, es gibt mir die Gelegenheit, den einen oder anderen Aspekt dazu zu wenden. Ich fange mal gleich noch mit der Frage von Herrn Scholz an, von der Deutschen Welle, damit es nicht unbeantwortet bleibt. Ja, wir können Ihnen keine sendefähige Schlagzeile liefern. So einfach ist das Thema nicht. Und so einfach werden Sie der Frage, vor allem auch der Versäumnisse, natürlich nicht gerecht. Natürlich gibt es Ghettoisierung in diesem Land, aber man muss immer auch aufpassen, dass man sich da nicht schlechter redet, als es ist. Es gibt Plätze in ganz bestimmten Ecken, die dieses Landes, da ist es tatsächlich schwierig. Warum ist es da schwierig? Wegen einer voll irgendwie falsch verstandenen Unberührbarkeit. Man dachte, man könne mit einem Wohlverhalten, das wird sich dann schon irgendwie richten. Gerade beim Thema Integration ist es eben so, dass es sich nicht von alleine richtet, sondern man muss schon auch seinen Beitrag leisten.
Die, die heute hier waren, haben ihren Beitrag geleistet. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Einsichten, für das Zusammenfassen, für das, ja, bei diesem großen, schwierigen Thema herausmeißeln. Frau Samrotzky befand, mit der ich mich jetzt ganz herzlich einverständlich erkläre, bei ihrem Dreiklang, den sie am Anfang gesetzt hat, die Union sei eine Partei für Gleichklänge. Bei einem Gleichklang und bei einem Wohlklang gehört allerdings immer auch noch ein Klang dazu, der einen etwas reizt, der einen etwas nicht nur einfach nur Wohlklang, sondern der schon auch eine gewisse Spitze hat. Die sollte heute da sein. Sie haben sich durch nicht nur laviert und gesegelt, sondern sehr professionell, schlagfertig wie immer, wie gehabt, bei dem Thema, wer kommt zu uns, woher kommt er und was machen wir hinterher damit? Das waren Ihre Fragestellungen am Anfang. Zuwanderung hat etwas zu tun und deshalb haben wir ganz bewusst den Titel heute gewählt. Was kann Zuwanderung leisten? Weil sie sich genau in zwei verschiedene Spalten aufteilt. Nämlich die Frage Deutschland als Sehnsuchtort und als Fluchtziel und die Frage gesteuerter Zuwanderung. All das muss, darf, will, kann demografischer Wandel in sich aufnehmen und versuchen auch zu seinem, ja, ich sag mal, Eigeninteresse umzuschmelzen. Das darf ein Land immer noch tun, im Eigeninteresse zu sehen, was sichert uns auf Dauer tatsächlich unsere Zukunft. Und dazu gehört eben, dass wir es nicht zulassen, vielen herzlichen Dank für den Hinweis, dass es im Grunde einen Zuzug, eine Zuwanderung, wie auch immer geartet, in die Erwerbslosigkeit geben darf. Erwerbstätigkeit ist der beste Anker, der beste Weg, um tatsächlich Integration zum Gelingen zu bringen. Und derjenige, den wir nicht erreichen bei dieser Frage, den haben wir voraussichtlich auf Dauer verloren. Das sind schon zu viele in diesem Land, die wir auf diesem Weg verloren haben. Sogar, sage ich jetzt mal, egal, ob er dann nach einer gewissen Zeit, wovon wir ausgehen, als Flüchtling wieder zurückgeht in sein ursprüngliches Land, dann ist Bildung aber nicht verkehrt. Weder das Erlernen der deutschen Sprache, auch wenn jemand in sein Heimatland zurückkehrt, oder das Erlernen von neuen Skills, wie er sich darauf vorbereitet, mag vielleicht sogar Deutschlands Bild in der Welt ein Stückchen weit noch besser darstellen, als es ist. Wir haben auch gehört, das Thema Infrastruktur erhalten als Folge eines demografischen Wandels ist nicht ganz einfach. Das bedeutet nämlich, dass wir mit so etwas wie dem Wohnortprinzip bei der Zuwanderung schon arbeiten müssen. Das heißt, wir müssen Menschen auch an bestimmte Orte bringen, ob sie dorthin wollen oder nicht. Wir müssen auch dafür sorgen, dass wir nicht zu einer Entvölkerung, dafür danke ich auch für diesen Hinweis, sagen, wir haben auf der einen Seite Tausende von Wohnungen in diesem Land leer stehen und an anderer Stelle reden wir darüber, dass wir nicht schnell genug, händeringend keine neuen Wohnungen schaffen können. Hier bedarf es eines Ausgleiches und das bedeutet auch am Ende, dass wir, je früher wir ansetzen, bei Ausbildung, bei Schule, bei Beruf, desto besser wird es uns gelingen. Ich bedanke mich nochmal für den Hinweis auf das Thema Integrationsvereinbarung. Es muss verbindlich sein, was in diesem Land voneinander erwartet wird. Das sagen wir nicht erst seit Köln, sondern es geht darum, dass man Menschen auch anhält, ihnen ein Angebot macht und aber auch sagen muss, es wird Konsequenzen haben, wenn diese Gesellschaft merkt, dass dieses Angebot ausgeschlagen oder nicht angenommen wird. Und das bedeutet auch, dass wir mit einem unverstellten Blick dahin gehen müssen, dass wir sehen müssen, demografischer Wandel ist etwas, was wir nicht in Abrede stellen können. Die Anfangsfaktoren dafür sind längst gesetzt. Wir müssen damit leben. Die Digitalisierung tut ihr Übriges in diesem Land, um diesen Faktor zum Teil verstärken. Und nur wenn wir in der Lage sind, unsere Lehren aus den Fehlern unserer Integrationspolitik zu lernen und sie bei den neuen Zuwanderern gesteuert, eingeladen, marketingtechnisch oder als Flüchtlinge nicht nochmal zu wiederholen, dann sind wir in der Lage, die positiven Aspekte beim demografischen Faktor auch und beim demografischen Wandel auch mit einzubringen und dieselben Fehler nicht erneut zu machen. Frau Samrotzky, vielen herzlichen Dank für Ihr Panel.
Liebe Maria Böhmer, lieber Günter Grings, vielen Dank für die Frage. Wir merken, dass im Kabinett das Thema nicht nur ankam, sondern dass daran gearbeitet wird, wenn es um die Frage demografischer Wandel geht. Und Gott sei Dank wird das auch im überstimmenden, im Querschnitt getan. Liebe Frau Schuh, lieber Herr Koopmans, lieber Herr Herrmann, vielen herzlichen Dank für die Schlaglichter, die Sie uns gesetzt haben. Wir sehen uns zu diesem Thema mit Sicherheit nicht das letzte Mal. Ich hoffe, auch für Sie war etwas Neues dabei. Ich schließe diese Veranstaltung mit dem Hinweis darauf, die CDU-CSU ist auch außerhalb solcher Kongresse immer auch gerne bereit, Ihre Anregungen, Ihre Wünsche, Ihre Vorgaben mit einzubeziehen. Haben Sie herzlichen Dank, dass Sie da waren. Einen schönen Abend noch.